Der Johannes und ich haben überlegt, dass wir das Ding einfach zusammenlegen, weil es da durchaus thematische Überschneidungen gibt. Und ja, wir machen das jetzt so, dass ich anfange und Johannes dann weitermacht. Und der wollte auch noch mal kurz ein bisschen was erzählen, deswegen gebe ich ihn jetzt noch mal kurz. Ja, nur gemeinsam Hallo sagen. Ich hoffe, dass der Barcamp-Vortrag spannend genug ist, dass es nicht noch mehr Leute hier hochkommen. Der Raum wird langsam voll. Ja, ne, also ich sage jetzt nicht, was für ein Vortrag da unten ist. Genau, ich hatte keine Lust, neben dem spannenden Vortrag vom Esse, den ich eigentlich auch mich interessiert und der wahrscheinlich wichtige Impulse auch für das gibt, was ich kurz anstoßen wollte, direkt im Raum nebenan über was zum Teil Paralleles zu sprechen. Und ich hatte eh nur vor, eine Art Diskussionsanstoß zu geben. Und insofern würde ich sagen, haben wir eben uns kurz zusammengesteckt vorhin. Du machst ganz in Ruhe das, was du vorbereitet hast, solange auch immer es dauert. Ich würde dann meinen Input in einen kurzen Debattenimpuls zusammenpacken, je nachdem, wie lange du gesprochen hast. Und dann gucken wir einfach, was wir gemeinsam hier draus machen, wenn es für alle so passt. Schön, ja, danke. Dann fangen wir mal an. Ist ein bisschen langer Titel, ich gebe es zu. Problem ist halt, dass mit diesen Themen, das ist manchmal nicht ganz so einfach. Ja, also wisst ihr ja, Vorträge so, ich muss mal kurz erzählen, wer ich so bin. Ich bin ganz viel im Netz und arbeite da auch irgendwie Zeug so. Ja, ihr könnt auch rausfinden, dass ich für die Fraktion arbeite. Oh mein Gott! Und also die in Berlin. Und ja, ich mach so Themen, sind so grumm, so Feminismus, Anarchismus, bisschen Zivilisationskritik so, aber das kommt heute noch nicht so ran. Ja, und dann fangen wir mal so ein bisschen an, ins Thema einzusteigen. Genau, hier ist nochmal kurz Übersicht so, aber das ist eher für die Leute, die sich das später durchlesen. Fangen wir mal an, was ich und mir eigentlich unter soziale Verantwortung vorstelle, ist, dass ich Verantwortung darüber übernehme, wie mein Verhalten die Befindlichkeiten anderer beeinflusst. Früher habe ich noch die Definition dazu gemacht, dass es auch da, also ein praktisches Beispiel dafür ist zum Beispiel, wie ich mit den Daten anderer umgehe. Ob ich jetzt einfach sage, oh geil, ein Foto von jemandem irgendwie nackt auf dem Strand, so, wuhu, ich kopiere das jetzt rauf und verteile das überall. Oder ob ich sage, okay, ich habe jetzt dieses Foto, aber ich schätze die Menschen und mache jetzt zum Beispiel nichts damit. Konkret bedeutet das, dass ich proaktives Handeln, also also dass ich handle, bevor es für mich eigentlich nötig wäre zu handeln, dass ich versuche, Perspektiven anderer zu verstehen. Das kommt öfters und eher Sachen bisschen entfernter zu bestätigen. Und ja, das spricht auch so ein bisschen in gewaltfreie Kommunikation rein, aber es ist auch nur, also so ein Aspekt von der ganzen Geschichte. Das ist eine Formulierung. Es gibt auch eine andere Formulierung, die wir zum Beispiel einnehmen könnten. Das wäre, dass ich mein Handeln derart reflektiere, dass ich meine Menschen möglichst nicht verletze und ihnen im Bedarfsfall beistehe. Also dieses, dass ich anderen beistehe, ist ein ganz wichtiges Ding von sozialer Verantwortung, dass ich die soziale Verantwortung übernehme für den sozialen Raum, in dem ich gerade existent bin oder an dem ich teilnehme, wie ich da wirken möchte oder nicht. Das heißt, dass ich auch Machtverhältnisse reflektiere und auch durchaus mal Fehlverhalten anerkenne und konstruktive Hilfen gebe. Das heißt auch, dass ich versuche, einfach wenn ich Unrecht erkenne, was mich aber persönlich nicht betrifft, trotzdem reinzugehen. Kurzer Disclaimer, den wollte ich eigentlich vorher wegschießen, aber fällt mir jetzt gerade nochmal ein. Ich nehme relativ wenig Quellen da. Ich werde das vielleicht auch so ein bisschen als Tatsachen darstellen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt alle Punkte sofort komplett überzeugt bin. Das ist nur das, was ich momentan mein Punkt zu dieser Sache ist. Gut, ich habe da noch ein paar Ergänzungen zu, um das vielleicht ein bisschen zu erläutern, wie ich die Definition verstehe. Man könnte es auch bezeichnen als Solidarität.
Das Problem an Solidarität als Begriff ist, dass Solidarität ein ziemlich weit gefasster Begriff ist und naja, also das kennt man ja schon durchaus, das kann sehr schnell, kommt man so rein, ja, wir zeigen uns solidarisch mit dir, aber im Endeffekt bedeutet das dann auch nur, wir sagen, ja, das ist toll, das ist schlimm, was euch passiert, lass uns immer weitermachen. Und das ist es nicht, sondern es geht wirklich darum, dass man Verantwortung für sein Handeln und das Handeln anderer, was man in seinem Raum, im sozialen Raum mitbekommt, übernimmt. Es gibt Definitionen von Solidarität, die dem durchaus entsprechen. Warum? Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Ideal, vor allen Dingen für Utopien, weil gesellschaftliches Zusammenleben braucht immer irgendwelche Ideale. Und wir haben auch in unserer aktuellen Gesellschaft gesellschaftliche Ideale. Das Ding ist, diese sind normalerweise nicht definiert. Also die ergeben sich im kulturellen Austausch. Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen, naja, ich würde mal sagen, so schön dahergeredet, wenn wir jetzt anfangen, so ein Ding zu definieren. Aber andererseits entwickeln sich Ideale auch darüber, dass Leute sagen, meinte nicht, dass es sinnig ist, wenn wir uns so und so verhalten. Es ist wichtig, ist auch nicht, diese Ideale sofort zu verinnerlichen, vor allen Dingen, weil wir Menschen sind, die aus unserer aktuellen Gesellschaft und Gesellschaften sich immer weiterentwickeln, sondern das Anstreben dieser Ideale an sich. Und was mir auch ganz wichtig ist, es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, wir machen hier einen Schritt zurück zu wieder mehr Zusammenleben in Natur oder sowas, sondern es geht eigentlich darum, wie können wir uns da weiterentwickeln. Und das ist eigentlich mein Punkt. Jetzt gucke ich in lauter. Ist die Definition an sich so erstmal angekommen? Scheint so, okay. Oder ihr seid alle müde und wollt gleich was trinken, das können wir auch machen. man könnte es so ein bisschen betrachten wie den kategorischen Imperativ. Ich habe damit aber mit dem kategorischen Imperativ so ein bisschen das Problem, dass mir die emotionale Komponente fehlt. Also das, was mich bei Kant ein bisschen stört, aber da kommen wir ganz am Ende nochmal zu, ist diese Überbetonung der Ratio, wo die Emotionen an sich nicht angesprochen werden. Und das ist halt nicht nur wichtig, wie ich mich verhalte, sondern auch, wie ich mich bei dem Verhalten fühle und wie sich andere dabei fühlen. Gut, das Problem ist, wenn wir das jetzt überlegen, also mit sozialer Verantwortung in unserer heutigen Gesellschaft haben wir erstmal vordergründig ein Ressourcenproblem. Es ist viel zu viel Leid auf der Welt und wir haben viel zu wenig Zeit und ich kann einfach nicht irgendwie Verantwortung, soziale Verantwortung in meinem sozialen Raum übernehmen, so wie er momentan aussieht, weil da einfach zu viel Scheiße auf einmal passiert. Es ist total grausam, es tut total weh, aber es ist de facto so. Man kann es versuchen, man kann sich da ein bisschen dran aufopfern und abarbeiten, aber das ist nicht gesund und das ist auch, da tut man sich selbst auch keinen Gefallen. Das Problem an der Geschichte ist natürlich, das ist ein gesamtgesellschaftliches Teil und wir haben einfach momentan einfach zu wenig Bewusstsein auf die breite Masse gesehen. Ich denke mal, zum Beispiel hier in diesem Raum oder auf dieser Konferenz ist das jetzt ganz anders verteilt, aber wir müssen uns halt einfach klar sein, dass wir hier von gesamtgesellschaftlichen Phänomenen sprechen und das ist einfach ziemlich anders. Und dann, man hat halt schnell das Problem, dass man sich leicht in einer isolierten Position befindet und halt irgendwie ja, in Gefahr steht, ausgenutzt zu werden und da einfach überrannt zu werden. Das sind natürlich erstmal die vordergründigen Sachen, die einem auffallen, wenn man sich damit beschäftigt. Viel interessanter ist aber nicht, wenn man sich mal anguckt, was so die ja, tiefer liegenden Momente sind in unserer Gesellschaft, die so dahin führen. Gibt es zum einen soziale Isolation. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo wir eigentlich nicht mehr viel mit den Leuten reden, die wir jeden Tag besehen. Also ich kenne meine Nachbarn kaum. Und okay, ich wohne in der Großstadt, das ist krass, aber auf dem Dorf zum Beispiel ist es,
dann zwar so, dass ich immer noch mit den Leuten rede, aber es gibt diese wirkliche Diskussion, was bewegt euch, was ist der Dialog, das ist innerhalb der Gesellschaft irgendwie ziemlich zum Erliegen gekommen. Es ist auch ein auch durchaus ein Faktor, über den wir reden müssen, ist diese Überbetonung von Monogamie, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, wir müssen alle Poly werden, weil ich zum Beispiel, ich kann es einfach nicht, das ist nicht mein Ding und ich lebe einfach und liebe so, wie mir das liegt, aber wir müssen schon drüber reden, das ist halt es ist ein Machtinstrument, das wir die ganze Zeit vermittelt bekommen, dass Beziehungen irgendwie immer ein Zwei-Ding sind so und darüber dann wieder Beziehungen kaputt gehen, wenn irgendwie mehr Leute dazukommen. Und was auch, finde ich, ein krasses Moment ist der Isolation des Privatsphäre. Es gibt viele, wenn ich viel Leid sehe, dann kann ich da auch gar nichts tun und ich darf auch gar nichts tun, weil es hier die Privatsphäre von jemand anderen verletzt. Ich darf diesen Menschen gerade nicht helfen, weil das ist ja seine private Sache. Und das sind Momente, die sich alle aus verschiedenen Sachen entwickelt haben, die aber zusammen mit einer sehr isolierenden Geschichte für die einzelnen Menschen ergeben. Das führt nämlich zu diesem Nationalstaat-Ding und dem Konzept, was ich der fürsorgliche Staat nenne. In Anführungszeichen, weil, also ihr wisst ja so, vom Welfare zum Workfare und ein bisschen kompliziert, aber das würde ich jetzt ein bisschen ausführen. Das Ding ist, dass man viele Verantwortung für seinen sozialen Raum, in dem er sich befindet, einfach abschieben kann auf dieses übergeordnete Teil Staat, der das ja irgendwie machen will. Also ich helfe halt nicht den Leuten, die irgendwie um Geld betteln, weil da gibt es ja irgendwelche Hilfsorganisationen, die sich kümmern, die können sich ja irgendwie arge machen, das ist ja, da hilft ja der Staat. Und das ist sogar so weit entwickelt, dass dieses Moment, dass wir sogar Regeln haben, dass wir dann doch mal helfen müssen, wenn Leute irgendwie sterben können, weil dann der Staat nicht schnell genug ist. Und also wir sind so isoliert, dass wir uns Regeln geben müssen, dass wir Leute helfen müssen, die irgendwie am Sterben sind. Das muss man sich eigentlich als Faktor eigentlich mal vorstellen. So, dass wir haben es gelernt, uns so von anderen fremden Menschen abzuisolieren, dass wir irgendwie uns Regeln geben müssen, dass wir ihnen helfen, damit sie überleben. Das ist eigentlich ziemlich surreal, wenn man überlegt, was wir für soziale Wesen eigentlich sein können, wenn wir das wollen. Ja, das ist natürlich ein interessantes Moment, wenn man bedenkt, dass eigentlich das auch dazu führt, dass wir so ein Stück weit einfach unmündige Bürgerinnen werden, weil wir müssen ja diese Verantwortung nicht übernehmen, das macht ja der Staat. Und im Endeffekt bedeutet das, dass die Verantwortung, die wir eigentlich übernehmen müssten, kollektiviert wird und von einem symbolischen Teil übernehmen wird, dass wir alle irgendwie teilhaben müssten, aber wir können ja gar nicht überblicken, was der Staat alles macht und wo seine Teile alle sind und das wird schon irgendwie funktionieren. Und das führt dazu, dass es Einzelnen erlaubt, verantwortungslos zu handeln, weil ja dann wieder der Staat Verantwortung für die einzelnen Mitglieder übernimmt und sich dann darum kümmern muss, diese Leute dann wieder einzufangen und zu sagen, das ist jetzt immer nicht so toll und sie irgendwie einzusperren, wenn sie sich die ganze Zeit scheiße verhalten. Was auch wieder ein skurriles Konzept ist, aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Ja. Womit wir, ich rase schon wieder zu schnell durch. Nicht gut. Womit wir eigentlich dazu kommen, weswegen ich soziale Verantwortung als ein sehr wichtiges Moment für freiheitlichere Utopien finde, weil es die Verantwortung für meine soziale Umgebung wieder auf die Menschen überträgt. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Das gibt uns aber auch gleichzeitig im Moment, wenn wir die Verantwortung übernehmen haben, können wir auch gleich wieder mehr gestalten, weil wir Verantwortung bringt Macht und Macht bringt Verantwortung. Das ist so ein Zweigestirn, das irgendwie zusammenhängt. Und das andere spannende Teil ist,
die implizite Bildungsaspiration, weil wir müssen, wenn wir andere Menschen verstehen können, müssen wir viel mehr von der Welt lernen, als wenn wir einfach simple Weltbilder annehmen und einfach wissen, die Welt ist so und dann müssen wir nicht viel mehr dazu lernen. In dem Moment, wo wir merken, die Welt sind viele verschiedene Wahrheiten nebeneinander, müssen wir viel mehr lernen und müssen wir viel mehr verstehen. Und das ist das, wo ich dann sage, das bringt einfach uns zu einer möglichen Post-Privacy-Utopie, weil durch die Anerkennung dieser verschiedenen Wahrheiten ist es einfach viel schwieriger, diese Diskriminierungsaspekte, die wir gerade haben, weil es nicht mehr dieses Ich und Wir gibt, was Anatol heute hatte mit diesem Normmenschen, weil in dem Moment, wo ich einfach mehr näher wieder an den verschiedenen Menschen bin, ist es viel schwieriger, diese Menschen noch irgendwie zu zeichnen als düdüdü. Und das kann halt die Hoffnung machen. Ich sage wirklich nicht, das ist ein Allheilmittel, aber ich habe die Hoffnung, dass es halt was bringt. Und was halt auch wirklich der wichtigste Faktor für mich eigentlich ist die größere soziale Geborgenheit. Also in dem Moment, wo ich weiß, ich gehe an einen fremden Ort, aber da sind Leute, die auf mich aufpassen, weil es ihr Ideal ist, dass sie soziale Verantwortung übernehmen in ihrem sozialen Raum, ist einfach viel, ja, einfach, ich weiß, da bin ich geborgener, auch wenn ich diese Menschen nicht unbedingt kenne. Ja, und ich glaube, das ist einfach die Basis jeder libertären Utopie, muss diese Verantwortung sein. Also wir brauchen den verantwortungsbewussten Menschen, anderen Menschen gegenüber, um solche Utopien denken oder leben zu können. Ja, das ist fast jetzt redundant. Das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie mein eigenes Ding ist, das wissen wir auch schon relativ lang. Ich habe hier das Zitat von Rocker, ich lese es mal kurz vor. Jede Entwicklung der freiwilligen Organisationen in der verschiedenen sozialen Bereiche in Richtung persönlicher Freiheit und sozialer Gerechtigkeit vertieft das Bewusstsein der Menschen und stärkt ihre soziale Verantwortung, ohne die kein Wechsel im sozialen Leben erreicht werden kann. Also was Rocker damit sagt, ist, in dem Moment, wo wir lernen, mehr in Freiheit zu leben, lernen wir auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Was ein Weg ist, es gibt Leute, die sagen, es gibt andere Wege. Und ich glaube, ich bin da eher so ein Anhänger von so einer Mischform. Das ist eigentlich einer der verschiedenen Wege und Möglichkeiten, die wir da so haben. Und die Frage ist, wie wir schaffen, diese soziale Verantwortung weiterzufördern. Also was ich immer ganz gut finde, ist zu lernen, was ist bisher passiert und was sind für Fehler passiert, was sind für Potenzial, was kann man benutzen, was kann man nicht benutzen. Es gibt zum Beispiel immer noch viele gut laufende Kommunen, es gibt auch viele gut laufende selbstorganisierte Firmen, das glaubt man gar nicht, aber es gibt da zum Beispiel eine große Weltfirma in Spanien, die irgendwie auf ihrem Gebiet Marktführer ist, die komplett selbstorganisiert ist, wo die Firma allen Mitarbeitern gehört. Und es gibt auch kleinere Firmen, die das so machen und da kann man viel lernen. Weil im Endeffekt geht es darum, diese Freiräume einfach zu fördern. Vor allen Dingen, indem man es ein bisschen vorlebt. Man muss sich da nicht total nackig machen, man muss es auch nicht irgendwie total übertreiben, aber immer so ein bisschen machen und vor allen Dingen hierarchischen Tendenzen entgegenzutreten. Also ich meine, wir müssen uns bewusst sein, wir sind in der Zeit des Backlashs. Das ist ziemlich klar, also diese ganzen Geschichten mit den Ü-Eiern und soziologisch gesehen, das ist eigentlich ziemlich logisch, dass es momentan gerade wieder ein bisschen zurückgeht zu hierarchischen, einfacheren Strukturen. Und wir müssen ihm einfach jetzt entschieden entgegentreten, damit er nicht so schlimm wird, wie er das letzte Mal war. So. Wir brauchen ja nur 60, 70 Jahre zurückdenken, dann wissen wir, was passiert, wenn wir es nicht tun.
Ja, gerne. Ich weiß nicht jeder, was du meinst, wenn du die sagst, die Sache mit den Ü-Eiern. Also vielleicht kannst du es kurz nochmal erklären. So. Ja, klar. Ist eine relativ einfache Geschichte. Das mit dem Backslash-Mand, dass Sachen, die vorher nicht irgendwie geschlechtlich konnotiert werden, momentan, es gibt eine Tendenz dazu, dass Produkte geschlechtlich konnotiert werden. Also ihr kennt es vielleicht, diese Ü-Eier für Mädchen, die irgendwie pink sind, oder Lego fängt jetzt an, Lego für Mädchen zu machen, weil es irgendwie anders sein muss als Lego für Männer. Und das ist vielleicht, auf den ersten Blick hat das nicht unbedingt einen Zusammenhang, aber der Zusammenhang kommt dadurch, wenn man bedenkt, dass gerade diese Betonung von Geschlechterdifferenz auch wieder patriarchale und hierarchale Strukturen fördert. Das ist dann der Zusammenhang. Gut. Genau, wir waren bei Frau Römer erhalten und schaffen. Moment, ich muss kurz was trinken, weil ich zu viel rede. Nein, es ging gerade wirklich nur um meine Kehle zu befeuchten. Ja, wirklich. Genau, Freiräume erhalten und schaffen. Das ist, also man glaubt es gar nicht, aber das kann wirklich viel bringen, weil man einfach versucht, in den Räumen, wo man sich jeden Tag aufhält, wo man wirkt, einfach darauf zu achten, dass man mehr Freiräume schafft. Das ist ein interessanter Faktor ist zum Beispiel in persönlichen Beziehungen. Es gibt ja dieses Konzept der Consent Culture. Das klingt auf den ersten Blick total banal, aber das geht dann einfach darum, dass ich jedes Mal, wenn ich mit meiner Partnerin Sex haben möchte, dann fragen wir vorher. Und es gibt einfach den Freiraum, dass man auch mal Nein sagen kann, dass man einfach sich entscheiden kann, dass man bewusster machen kann, was man will. Und es gibt es mit ganz vielen Entscheidungsprozessen, dass man nicht mehr so über diese ganzen festgefahrenen Geschichten, das muss so agiert, sondern dass man einfach aushandelt, hier, was möchtest du, was möchte ich, lass uns diesen Freiraum gestalten. Und das kann man im Arbeitsding tun, wenn man das Glück hat, dass man das tun kann. Ich arbeite in der IT, da ist man das so gewöhnt, dass man ziemlich frei macht. Ich weiß, es gibt da Bereiche, wo das nicht so ist. Aber da kann man viel machen und auch im Freundeskreis, wobei ich zugeben muss, ist vielleicht auch, ja, Freundeskreise verändern sich immer so ein bisschen. Und es geht auch im Großen. Wie gesagt, es gibt Firmen, die sich selbst organisieren. Es gibt auch gerade ziemlich viele Möglichkeiten, wie man mit relativ kleinen Veränderungen an Vorgaben gesetzlicher Art wieder einfach Freiräume schaffen oder zerstören kann. Also ich weiß, wir können nicht viel gestalten, wir können einfach nur sie ickern und versuchen, dass sie sich in die richtige Richtung bewegen. Also wir machen ja nur Oppositionspolitik, aber auch da kann man schon viel fördern, einfach indem man dafür sorgt, dass die schlimmsten Geschichten nicht passieren. Und ja, das einfach gestalterische Chancen nutzen, wo sie sich anbieten. Was natürlich ein wichtiger Faktor ist, ist das Netz. Wobei ich jetzt klar sagen möchte, das ist nicht so, dass das Netz jetzt frei von irgendwelchen Regeln ist oder von gesetzlichen Förderungen. Also ich wäre der Letzte, der sagen würde, hier, das ist ein rechtsfreier Raum, weil ich habe auch lange genug als Webentwickler gearbeitet und das ist nicht lustig. Also wenn man euch mal beschäftigt mit diesem ganzen Impressumsrecht und sowas, aber es ist trotzdem so, dass es relativ wenig Hierarchien gibt. Also so, ich kann relativ einfach mir eine Domain kaufen, das geht ziemlich schnell und dann kann ich da quasi im Groben eine Infrastruktur aufbauen und organisieren, wie ich möchte. Es gibt da keinerlei Regelung. Das ist wohl da einfach, weil wir schnell genug waren. Und es gibt uns die Möglichkeit, dass wir uns einfach viel besser organisieren können und auch viel schnellere Sachen aufbauen. Also zum Beispiel Twitter auch, wenn es eigentlich nur eine Firma ist, die Geld verdienen will, ist ja im Endeffekt ein unheimlich geiles Tool, um sich zu organisieren und zu verknüpfen und Sachen aufzubauen. Genauso wie dieses Blognetz an sich. Ja, und das ist auch so,
wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, dass eine Forderung von sozialer Verantwortung auch die Bildungsaspiration ist, beziehungsweise das Bildungslevel. Und das ist, glaube ich, auch einfach mit einer der Aufgaben, die wir uns auch schon längst auf die Fahnen geschrieben haben. Wir brauchen freie Bildung, um freie Menschen zu bekommen. Weil in dem Moment, wo Menschen wirklich viel lernen können und ungehindert lernen können, können sie sich auch frei entfalten und das entwickeln, was sie haben wollen. Und das ist, genau. Und wir müssen davon wegkommen, wenn wir zu einer freiheitlichen Gesellschaft wollen, wenn wir nicht wollen, dass irgendwie wieder die Dummheit aufmarschiert, dann müssen wir verstehen, dass es keine einfache Lösung gibt. Wir müssen einfachen Lösungen misstrauen. Das Ziel sind, komplexe Zusammenhänge zu verstehen, zu leben und weiterzuentwickeln. Durchaus dann auch zu reduzieren, aber einfach mal ein bisschen den Geist zu steigern, dass komplexe Zusammenhänge verstehen einfach ein wichtiges Element ist, um uns zu befreien und weiterzuentwickeln. Ja, und dann komme ich eigentlich zu meiner persönlichen Forderung. Die klingt jetzt vielleicht, ja doch, die ist stark philosophisch. Ich finde nämlich, dass es an der Zeit ist, dass wir die Aufklärung überwinden. Denn die Aufklärung ist quasi nur ansatzweise vollzogen. Es gab da diese Philosophen, die gesagt haben, wir machen hier die Aufklärung und die ist so und so. Und im Endeffekt, wenn man sich anguckt, was sie vorhatten und was dann bei rausgekommen ist, dann ist da nicht viel bei rumgekommen. Diese starke Betonung auf der Ratio, dieser Homo economicus ist ein Kind der Aufklärung und das macht uns so viele Sachen kaputt, dass wir das Wichtigste, eines der wichtigsten Elemente, nämlich unsere emotionale Seite, wie wir uns fühlen und wie sie andere sich fühlen, einfach so ignorieren und verdrängen. Und wir müssen das wieder mehr machen. Wobei ich sage, wir müssen es jetzt nicht irgendwie, wir wollen nicht zurück in die Romantik, also es geht auch nicht, dass wir einfach Emotionen total hochstilisieren, aber es ist wichtig, dass wir da mal einen Zwischenweg finden und es da rauskommen. Es hat uns viel gebracht, aber das hält uns momentan eigentlich meiner Meinung nach aus, weil Symbiosen finden wird uns alle befreien, denke ich, das ist meine Forderung. Ja, damit war ich jetzt, glaube ich, wieder viel zu schnell. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was. Oh, ihr weint alles, tut mir leid. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das gestaltet habt. Machen wir jetzt gleich Fragerunde und gehen dann über oder macht ihr fliegenden Wechsel oder wie? Würde Johannes kurz fragen. Also ich glaube, ich fände es ganz gut, wenn wir mal so 10 Minuten auf jeden Fall Raum lassen, um kurz darüber uns auszutauschen. Mhm. Sonst pastet sich das so drüber, was ich sage. Und okay. Vielleicht gibt es einfach ein paar Gedanken dazu, die sich jetzt direkt dazu ausbreiten wollen. Und dann machen wir den Sack irgendwie wieder rund und gehen weiter. Okay. Okay, Lena, dann Joachim. Also erstmal vielen Dank. Du hast eine Menge Sachen gesagt, die ich wirklich echt wichtig finde, über die ich auch oft nachdenke. Also das verantwortlich sein und so weiter. Ich verstehe nur absolut nicht, was das mit Post-Privacy zu tun hat. Also für mich ist das, dass das Private politisch ist, hat Hannah Arendt ja auch schon vor einiger Zeit gesagt. Ja. Also das ist ja ein Ding und dass man sich bewusst sein muss, wie man in der Öffentlichkeit auftritt und dass man damit eine Menge bewegen kann, eine Menge verändern kann, dass es super wichtig ist, sich verantwortlich seinen Mitmenschen gegenüber zu sein oder sich gegenseitig zu unterstützen, habe ich gerade eben einen Vortrag zugemacht. Spricht mir alles aus der Seele. Ich verstehe nur den Zusammenhang mit Post-Privacy absolut nicht. Den Zusammenhang sehe ich da ja, weil da ja die These ist von Post-Privacy ist ja, dass wir immer enger zusammenwachsen. Und deswegen ist, wenn wir nicht wollen, dass das Post-Privacy dazu führt, dieses engere Zusammenwachsen, dass wir mehr von der Lebenswelt anderer mitbekommen, dazu führt, dass wir die diskriminierenden Faktoren, die wir momentan haben, immer stärker reduzieren, müssen wir soziale Verantwortung lernen, weil ansonsten wird es ganz grandios fehlen. Das ist mein Zusammenhang. Das heißt, du sagst, ohne das, was du jetzt angebracht hast, kann Post-Privacy nicht funktionieren?
Ja, beziehungsweise es wird dann halt für weiße, hetero, cis Männer funktionieren, die viel Geld haben. Okay, also weil ich finde das jetzt gerade, weil ich ja wirklich stark aus der Datenschutzfraktion komme und das eben für mich alles keine Post-Privacy-Argumente sind, sondern dass alles auch genau mit Privacy genauso funktioniert und genauso gut ist und deswegen also ja. all das, was du eben gesagt hast, wozu du aufgerufen hast, funktioniert auch in der Gesellschaft, in der wir uns darüber bewusst sind, dass es wichtig ist, auch eine Privatsphäre zu haben und die zu wahren und sich genau Gedanken darüber zu machen, inwiefern, was ich nach draußen gebe und was eben nicht. Ja, genau, sammeln erstmal kurz. Halt. bevor, ich finde den Post-Privacy-Aspekt auch sehr wichtig, beziehungsweise den der Privatsphäre, auf den ich setzen würde, wie Lena. Ich möchte aber erstmal was anderes sagen, weil ich glaube, das, was du gerade vorgestellt hast, ist so der Kern einer, ja, man kann fast sagen Netzwerkphilosophie, Verantwortung für den direkten Nächsten oder den näher gebrachten Fernen über das Netz zu übernehmen. Weil du kannst an dem Elend der Kinder in Afrika nichts ändern, auch wenn es dich schmerzt. Du kannst aber am Elend deines Nächsten etwas ändern. Ja. Und der kann wiederum und so weiter. Und wenn man das dann das ausweitet, bekommt man so ein global umspannendes Netz um den Planeten. Man muss sich aber auch im Klaren darüber sein, und ich finde das gut, du hast den kategorischen Imperativ von Kant als viel zu rational kritisiert. Ich würde das unterschreiben, aber dann sollten wir auch im Parteiprogramm Schluss machen mit den Formulierungen bezogen auf den Humanismus, weil das ist nämlich genau diese rationale Theorie. Ja. Und eine Netzwerktheorie ist zutiefst antihumanistisch. Der Humanismus hat seine dunkle Seite, die heißt Auschwitz. Darüber hinaus, Wilhelm Flusser hat das mal sehr schön gesagt, Humanismus hat einem Humanisten das Wort in den Mund gelegt, ich liebe die ganze Menschheit, das sind die Leute, die mir auf die Nerven gehen. Das sagt eigentlich schon, das, was bei dir drinsteckt, ist der eine Aspekt. Aber ich will jetzt mal mit der Theorie Schluss machen. Du hast auch die Überbetonung des Rationalen erwähnt. Ich behaupte, unsere Rationalität ist dadurch gefangen, weil es nämlich einen Backslash der emotionalen Seite gibt. Wenn man sich Leute anguckt im Fernsehen, die richtige Sachen sagen und in völliger Erregung andere anschreien, ich könnte dich jetzt auch anschreien und sagen, E=mc², dann ist mein Verhalten falsch, aber der Kern meiner Aussage ist richtig. Ja. Das heißt, wir haben durch die Überbetonung des Rationalen rächt sich das Emotionale, indem die Wirkung gleich kaputt gemacht wird. Wir sollten wirklich dazu übergehen, das ein bisschen getrennt zu betrachten und sowohl unsere Emotionalität als auch unsere Rationalität jeweils eine eigene Autonomie zu billigen. Solange wir das nicht tun, haben wir immer diesen negativen Aspekt, dass das eine das andere hintenrum wieder dominiert und das kann nie zu einer Lösung führen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen abstrus zur späten Stunde dieser Gedanken, aber ich finde, wenn man das eine überbetont, rächt sich das andere immer fast automatisch und da sollten wir von wegkommen. Und das geht nur, das ist der dritte Aspekt, wie du gesagt hast, über Bildung. Und der schönste Satz, den ich über Bildung jemals gelesen habe, der stammt von Hegel. Unter Bildung versteht man das Vermögen, die Dinge auch mal vom Standpunkt eines anderen aus betrachten zu können. Da steckt alles drin. Dankeschön. Wegen dem Privacy versus Post-Privacy, vielleicht kannst du das nochmal näher ausführen mit deiner These, Privatsphäre hindert uns daran, anderen zu helfen. Ja, genau. Also der Kern der These ist ja, dass Privatsphäre an sich entsteht, andersrum. Also eigentlich wiederhole ich mich, aber ich sage es jetzt trotzdem. Das Ding ist an der Privatsphäre ist einfach, dass es eine Trennlinie zwischen mir und anderen aufsteht, die ich nur durchbrechen darf, gesellschaftlich begründet, wenn diese Leute irgendwie entweder lange Freunde von mir sind oder wenn sie Familie von mir sind oder irgendwie Partnerin und ich ansonsten eigentlich, auch wenn ich mich da wirklich einbringen möchte, das irgendwie nicht darf. Das ist
das Problem, was ich an der Privatsphäre zeige, beziehungsweise auch das Problem, also das ist das vordergründige Problem, das tiefergründige Problem ist auch einfach, dass dadurch, dass wir dieses Privatsphäre-Konzept haben, wir einfach unheimlich viele Gefühle nicht zeigen und unterdrücken und das tut weh. Und das führt einfach zu unheimlich vielen Problemen, weil wir dann wieder das Verhalten von anderen nicht verstehen können, weil sie Teile ihres Verhaltens wieder unterdrücken. Du hast vorhin gesagt, stand auf dem Poster, der Staat wird schon richten, übersetze ich mal, jetzt kurz zusammengefasst. Ja. Das macht ja schon der Staat. Ja. Das ist etwas, was mich schon lange beschäftigt, die Frage, die Leute nicht mehr beantworten können, weil sie alles dem Staat zuschieben, sich dann aber hinterher beschweren, sie haben vergessen, dass sie selbst der Staat sind, Teil eines Gesamtwesens. Wir sind der Staat. Ja. Und wenn wir dem Staat die Verantwortung für etwas zuschieben, dann ist das ein Armutszeugnis sondergleichen, geprägt von absoluter Unkenntnis. Wir müssen es tun. Und zwar nicht die Society Ladies, die dann sammeln für dies und das und jenes und ganz groß in der bunten stehen, und ihr soziales Gewissen damit beruhigen, sondern wir, jeder Einzelne, sind dafür verantwortlich. Und das müssen wir eigentlich nur wieder klar machen. Und das hat mit Privacy oder Post-Privacy wenig zu tun. Das zieht sich generell durch. Jein. Also prinzipiell stimme ich dir dazu, dass wir alle Teil des Souveräns sind und wir uns einfach dessen bewusst sein sollten. Das andere Teil ist aber, dass Privatsphäre einfach ein wichtiges, also so einer der Basisblöcke von Nationalstaaten ist. Also es könnte dieses ganze Nationalstaatenkonzept, was momentan herrscht, beziehungsweise was momentan gelebt wird, nicht geben, wenn es nicht Privatsphäre gäbe. Weil Privatsphäre das symbolisiert, Bourdieu hat das sehr schön gezeigt gehabt. Dadurch, dass wir dieses vom Staat vorgegebene Leben leben, wir uns wieder isolieren. Gerne. So, läuft. Du sagst wieder dieses vom Staat. Mir fehlte dann vorhin auch in der Aufzeichnung, um wieder auf den Staat zurückzukommen und den Domino-Effekt, da fehlte in der Aufzeichnung die Familie im Kleinen. So, ja. Wenn wir jetzt betrachten, wenn ich etwas in der Familie tue, meine Kinder so erziehe, dass sie zu denkenden, verantwortungsbewussten, rücksichtsvollen Menschen voller Respekt für andere Menschen, egal wo sie herkommen werden, dann hat das wieder einen Dominoeffekt. Das heißt, dieser kleine Kreis ist wie ein Stein, den ich ins Wasser werfe, der zieht größere Kreise. Wenn wir durch mehr Bildung den Menschen klar machen, dass jeder Einzelne von ihnen eben nicht ohnmächtig ist. Wie ohnmächtig wir sind, sehen wir ja nur, weil wir immer sagen, der Staat, meinen damit eine Regierung, die nur reagiert, aber nicht wirklich etwas bewegt. Und sie reagiert nur für die, die andere Steine ins Wasser werfen. Die wir nicht wollen. Also von daher betrachtet, wenn ich in der Familie ansetze, dann ist der Dominostein irgendwann weltweit. Wenn die Menschen dazu erzogen werden, mitzudenken, mitzufühlen, empathisch zu sein, nicht mehr empfindlich, sondern empfindsam, dann kann es funktionieren. Ja, also wieder, ich muss dir ja zustimmen, dass es das, was ich unter Förderung meinte, betrifft natürlich auch die Familie. Entschuldigung, den Aspekt hatte ich jetzt gerade in der Folie vergessen, aber ja. Ja, das Ding ist halt einfach dieses Zusammenwirken zwischen, also natürlich sind wir alle Teil des Staates, aber durch die staatlichen Vorgaben prägt das ja auch wieder das Leben, weil wir das Leben wieder, dadurch, dass wir die staatlichen Vorgaben leben, wir auch wieder dem Ding auch wieder Wert geben. Das ist
das ist, ja, also was Olli gerade meinte, muss man unterscheiden zwischen dem Staat als Staatswesen und dem Staat als Gemeinschaft. Also das sind durchaus mal überlappende Dinge, aber dieses Staat als Symbol ist nochmal eine andere Geschichte als der Staat, den wir alle bilden. Ja, und das nur als Ergänzung. Ja, zu deiner These, die Privatsphäre wäre sozusagen notwendiger Baustein des Nationalstaates, beziehungsweise umgekehrt, mit der Abschaffung selbiger würde auch dort zumindest der Nationalstaat als abgrenzendes Gebilde stark geschwächt. Also das habe ich noch nicht, also mindestens nicht verstanden, und das ist mir, also ich habe zumindest ein Gegenargument, also ich habe eher das Gefühl, dass du eine sehr starke Gruppenidentität gezielt erzeugen kannst. Das ist historisch sicherlich auch schon vorgekommen und wird vielleicht auch jetzt noch in einigen Ländern gemacht, indem du gerade die Privatsphäre zur Gruppe hinein möglichst minimierst, sodass jedes Gruppenmitglied die Möglichkeit hat, soziale Kontrolle und potenziell eben auch politische Kontrolle innerhalb der gesamten Gruppe auszuüben und du quasi eine Intimsphäre um die gesamte Gruppe ziehst, das schon. Aber gerade der Zusammenbruch sozusagen der Individualsphäre erst die Gruppenkontrolle von zentraler Stelle eigentlich ermöglicht. Ich möchte nicht die Schlussfolgerung machen, dass der Zurückgang von Privatsphäre dafür sorgt, dass der Nationalstaat geschwächt wird. Das ist mir, also dieses, wenn das, dann das, das würde ich bei Geisteswissenschaften nicht machen wollen, beziehungsweise das können dann andere Leute für mich forschen. Teil ist, also das, ja, du hast recht, dass gerade Diktaturen so arbeiten, dass sie halt möglichst viel der Bildung übernehmen und möglichst viel des allgemeinen Teils vorgeben. Aber gerade diese Kleinfamilie ist ja auch, ohne dass der Staat da wirklich ständig nachguckt, wird sie ja trotzdem vorgegeben und gelebt. Also und es ist ja trotzdem so, auch wenn der eigentlich nie aktiv auftritt, darf die Staatengemeinschaft ja trotzdem eingreifen. Und das ist ja auch durchaus in unserer aktuellen Gesellschaft gut so, weil ansonsten könnten wir sowas wie Vergewaltigung in der Ehe nicht angehen. Jetzt wollte ich noch was sagen, aber das habe ich leider gerade vergessen. Okay, Joachim wollte noch was sagen und ich denke, dann gehen wir über zum zweiten Teil. Der Daniel hat vorhin die Überbetonung des Rationalen kritisiert. Und der Humanismus, ich habe das gerade auf Twitter so ein bisschen verfolgt, ist genauso ein rationales Konzept und repräsentiert so ein bisschen die steckengebliebene Aufklärung. Also wir müssen über eine zweite Aufklärung reden. Der Humanismus ist ein Top-Down-Entwurf von alten weißen Männern aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Und gleichzeitig ist er Ausdruck eines europäischen Hegemonieanspruchs, wie die Weltethik auszusehen hat. Man möge sich mal mit einem südamerikanischen Literaten über meinen Humanismus unterhalten, der wird einem was pfeifen. Die Erfahrung habe ich selber gemacht. Danke. Ich danke dir, dass du heute lauter Sätze gesagt hast, die ich alle gerne twittern würde, aber gar nicht twittern kann. Das tun schon längst andere für dich, Esset. Jo, vielen Dank erstmal, Daniel, für den Ich bin sicher, du kannst auch zu dem, was ich jetzt sage, gerade noch einiges rein ergänzen, weil dich wieder ran inspiriert. Aber du kannst jetzt auch twittern. Genau, was mir am liebsten wäre, ich wollte eigentlich ursprünglich, ach so, das ist gar nicht das Sprechermikro, dann gebe ich das jetzt zurück an Julia. Ich wollte eigentlich ursprünglich einen Flipchart, aber noch viel toller wäre natürlich ein Pad, wo einfach vielleicht ein oder zwei aus dem Saal ein paar Sachen, ein paar Begriffe mitschreiben können, die ich erwähne. Nee, mach einfach eins auf. Wenn hier Netz ist. Piratenpad.de, OM12, R1, Abend, Johannes oder Transparenz. Ja, ihr seht den ja dann gleich hier am Browser. Oder jemand twittert ihn. Dann macht irgendwas Einfaches. Transparenz, Open Mind oder Transparenzslot Johannes. Ah ja, OM12 R1, wunderbar. Das ist schon prima. Der Hashtag zu diesem Raum. Und wenn ein, zwei hier im Raum Lust haben, einfach ein paar Grundbegriffe, dass wir die als
einfach stehen haben zum Entlanghangeln, dann auch in der Debatte wäre es cool. Ich habe mir ein paar Sachen mitgeschrieben, jetzt auch gerade, als du gesprochen hast, Esset. Bin dir sehr dankbar, dass du quasi aus meiner Sicht, ich kann das alles unterschreiben, was du gesagt hast, und denke, das war für mich auch sehr wichtig, dass wir das zusammengelegt haben, weil ich wollte das hören und kann darauf jetzt, glaube ich, ein Stück weit auch aufbauen und versuchen, das runterzubrechen, ohne es zu verengen, auf das Beispiel für das, was du sagst, demokratischer Prozess. Also quasi ein Teilbereich des Staates. Staat ist ja ganz viel mehr, Gesellschaft ist sehr viel mehr. Quasi diese politische Organisation, wie kommen wir zu Entscheidungen, zu Beschlüssen? Was ja mit dem Kernbereich dessen ist, was wir mit dieser komischen Veranstaltung namens Piraten auch machen. Und zu dem Thema Humanismus, der Nick Haflinger ist jetzt gerade schon raus, aber egal. Ich habe über Schiller viel gearbeitet im Studium, weiß nicht, ob du das auch schon gemacht hast, Esset, aber dann müssen wir uns dringend unterhalten, weil der schon ganz kurz nach Kant genau das kritisiert hat, diese Begrenzung auf Rationalität, und gesagt hat, ein moralisches Gesetz ist nur dann sinnvoll, wenn es emotional bejaht werden kann. Also genau diese Kritik angebracht hat, schon sehr, sehr früh. Sehr schön. Mama grüßen 2.0. Und vieles von dem, ich gebe dir da mal einen Text, dann reden wir da drüber. Also diese berühmte Spieltheorie von Schiller, spüre ich da immer wieder durchklingen. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Und er spielt nur da, wo er ganz Mensch ist. Also Ernsthaftigkeit im Spielerischen, in der Leichtigkeit, diese Leichtigkeit zu erreichen, indem er immer wieder Strukturen in Frage stellt und Dinge aufbricht, und das aber im vollen Ernst und nicht trennt zwischen, okay, jetzt habe ich Freizeit, jetzt darf ich Strukturen aufbrechen und jetzt habe ich Arbeit, jetzt mache ich Politik, jetzt muss ich das mit den Strukturen und dem Verfestigen machen. Und nicht immer diese Trennung mit, okay, das ist jetzt hier Privatsphäre, da kann ich jetzt irgendwie mich zeigen, und das ist jetzt nicht Privatsphäre, da muss ich mich jetzt verstecken. Also vieles dieser Dichotomien, die oft aufgezogen wurden in unserer Geistesgeschichte im klassischen Abendland, wo eben immer entweder oder, männlich oder weiblich, Datenschutz oder Transparenz, immer wieder versucht zu verbinden, eigentlich fast schon östliche Einflüsse, die dann ja viel später noch viel stärker zu uns rübergeflossen sind. Und dieses, der Staat macht es schon, das gibt es ja auch ganz stark in der Politik. Also Merkel wird es schon lösen. Und dieser Wunsch nach dem starken Mann vorne an der Spitze oder der starken Frau vorne an der Spitze. Und wenn ich die habe, dann brauche ich mich nicht kümmern. Dann wähle ich alle 4 Jahre, oder vielleicht gehe ich noch nicht mal wählen, weil die anderen wählen ja schon. Und dann sinkt sogar die Wahlbeteiligung. Und diesen Backlash, den stelle ich auch fest in der Politik. Also wenn jetzt inzwischen sogar die Abgeordneten um Transparenz kämpfen müssen, dass sie mitentscheiden, darum geht es ja schon gar nicht mehr, dass sie irgendwie die Entscheidung beeinflussen. Sie wollen zumindest wissen, was entschieden wird und wann. Und die Dokumente mal sehen, ob das vielleicht mal möglich wäre. Also das ist, finde ich, ziemlich beunruhigend und beängstigend, wenn Abgeordnete inzwischen dafür kämpfen müssen, Einblick in irgendwelche Dokumente zu nehmen. Also das sollen doch wohl die, wenn schon dieses ganze basisdemokratische und allgemein Transparente nicht möglich ist, dann sollen das doch die sein, die diese 600 sollen doch dann wenigstens kontrollieren. Selbst die dürfen es schon nicht mehr richtig. Insofern stelle ich das in vielen Ebenen fest, dass sich das sehr gut übertragen lässt, was du sagst, auf diesen Beispielbereich. Und wir haben aber als Piraten das Problem, zumindest nehme ich das so wahr, dass wir Transparenz ganz oft benutzen als Begriff, ständig, und selten bis nie definieren. Und auch selten, wenn wir es benutzen, sofern es Definitionen gibt, sagen, welche Definition wir jetzt gerade meinen. Und ich habe schon vor meiner Zeit im Bundesvorstand, aber auch durch die Zeiten jetzt im Bundesvorstand, mich viel mit dem Begriff beschäftigt, weil ich da immer wieder Bauchschmerzen hatte und dann mich gefragt habe, was wünsche ich mir eigentlich, was ist gerade Realität, was wäre mein Ideal, und wollte jetzt einfach mal ein paar Definitionen kurz anbieten und dann ein paar Gedanken dazu. Das eine ist, mir ist klar geworden, es gibt mindestens 3 verschiedene Ebenen von Transparenz oder Kategorien, wo man sich schon mal missverstehen kann. Der eine versteht drunter eine Ergebnis- oder Beschlusstransparenz. Das wäre jetzt nett, wenn das einer reinschreibt. Das bedeutet, das, was ich entschieden habe als Mensch oder als Gremium, das mache ich transparent. Das ist sofort auch wieder übertragbar auf eine Beziehung. Wenn ich meinem Partner oder meinen Partnern oder meiner Partnerin, mehreren oder einen, irgendwie, ich habe mich jetzt beschlossen, ich trenne mich von denen, oder ich habe jetzt beschlossen, ich will in Urlaub fahren, oder ich habe jetzt beschlossen, ich will Sex haben.
irgendwie, dann kann ich das mitteilen, dass ich das beschlossen habe. Dann wissen zumindest mal alle Beteiligten Bescheid, was ich will. Dann ist natürlich nur die Frage, was die anderen wollen. Schlimm wird es, wenn ich dann sage, ich habe beschlossen, dass du jetzt mit mir Sex hast. Dann kommen wir genau an den Punkt mit konsensual oder nicht. Also das ist eine sehr niedrige Form der Transparenz. Das ist eigentlich das Minimum, was wir fordern müssen, dass wir zumindest wissen wollen, was da entschieden wurde, was uns ja vielleicht auch betrifft. Eine zweite, weitere Form der Transparenz ist die Argumentations- oder Begründungstransparenz, dass ich fragen kann, warum? Okay, du willst mit mir Sex haben, warum? Okay, du willst jetzt in Urlaub fahren, warum? Okay, du verlässt mich jetzt, ich würde gerne noch wissen, warum? Also es ist wirklich, denke ich, ein Thema, mir ist es immer ganz wichtig gewesen. Ich kam gut klar, wenn jemand gesagt hat, ey Johannes, so wie das bisher lief, Beziehung will ich nicht mehr. Aber ich kam nie klar, wenn jemand einfach nur gegangen ist und gesagt hat, er will es nicht mehr, aber mir nicht erklärt hat, warum. Also diese Argumentations- oder Begründungstransparenz, das wäre die zweite Ebene, gibt schon mal mehr Einblick. Aber auch die gibt mir keine Möglichkeit mehr, darauf zu reagieren. Ich habe vor einiger Zeit einen Anruf bekommen, wir stellen in 3 Stunden einen offenen Brief online. Der fordert das und das. Wollten wir dir nur sagen. Okay, dann weiß ich immerhin schon mal, ich kann auch noch fragen, warum, aber ich kann auf den Prozess keinen Einfluss mehr nehmen. Und deswegen komme ich zu dem dritten Aspekt, der aus meiner Sicht der weitestgehendste ist und für mich auch der gewünschte, das nenne ich Prozess- oder Entwicklungstransparenz. Dass ich während ein Prozess läuft, bevor es zu einer Entscheidung gekommen ist, von diesem Prozess etwas erfahre und nur diese dritte Form der Transparenz gibt mir eine Möglichkeit, bevor der Beschluss getroffen ist, Einfluss zu nehmen. Und das ist ja eigentlich das Spannende im Politischen, dass der andere sagt, ey, ich fühle mich unwohl, ich spiele mit dem Gedanken, dich zu verlassen. Und dann kann ich sagen, okay, warum? Erklär mir das. Das finde ich wichtig und spannend. Das würde ich gern wissen. Und kann vielleicht an meinem Verhalten was ändern oder kann in irgendeinen Prozess gehen. Also das ist der dritte Aspekt. Und der dritte ließe sich natürlich auch im Nachhinein herstellen, indem ich zum Beispiel Sitzungen und also wenn in Amerika gibt es diesen Act, dass irgendwie nach einigen Jahren alles offengelegt werden muss, alle Protokolle, dann habe ich im Nachhinein diese Prozess- oder Entwicklungstransparenz, wobei die habe ich auch nicht wirklich. Ich habe einen Freund oder Bekannten, der arbeitet sich durch die ganzen Dokumente der amerikanischen Zentralbank durch und da ist dann immer eine Vormittagssitzung, dann ist ein Mittagessen und dann ist eine Nachmittagssitzung. Und zwischen der Vormittags- und der Nachmittagssitzung sind immer so seltsame Veränderungen in den Prozessen. Und dann stellt man fest, wenn man diese Protokolle liest, okay, die wirklich spannenden Debatten finden beim Mittagessen statt und das ist nicht im Protokoll. Und plötzlich am Nachmittag sind sich alle einig. Und dann stimmen sie plötzlich ab. Aber wie sie einig geworden sind, hat man nicht rausgefunden. Also auch da kann man, im Nachhinein könnte man aber zum Teil Entwicklungsprozesstransparenz herstellen, wenn man zum Beispiel eine nicht öffentliche Sitzung aufnimmt und ein halbes Jahr später online stellt, die Aufnahme. Aber richtig Einfluss nehmen kann ich natürlich nur, wenn es in Echtzeit ist. Den Beamer, ja, das kann ich, glaube ich. Nee, hier ist kein, wo ist? Wo geht's auf den Beamer? Na, nicht Beamer, Pad. Ja, hier ist nur gar nichts am Bildschirm. Ach so, du kannst es quasi. Zu groß oder passt? Nee, passt. Super. Ja, also soweit mal 3 Begriffe und ich finde es sinnvoll, wenn wir über Transparenz sprechen, dass wir uns schon mal klar werden. Vielleicht gibt es noch einen 4. oder 5., dann fügt ihr mir den bitte nachher mit an. Sich klar zu sein, sprechen wir gerade von derselben Ebene. Und dann vielleicht noch der Echtzeitaspekt wäre mir wichtig als Zusatzpunkt drunter. Zumindest der dritte kann in Echtzeit sein und eine wirkliche Entwicklungstransparenz oder Prozesstransparenz ist natürlich nur, wenn ich sie in Echtzeit oder es würde auch reichen, wenn eine Entscheidung in mehreren Schritten reift, dass ich irgendwie nach dem 1., 2., 3. Schritt irgendwann mal was erfahre, halt rechtzeitig bevor die Entscheidung getroffen ist. Soweit das. Dann habe ich mich, die zweite Grundfrage, das ist jetzt ein anderer Aspekt. Okay, wenn ich jetzt im Bundesvorstand bin, muss ich jetzt jedes Gespräch mit einem Basispiraten, Landesvorstand, Bundesvorstand streamen, aufzeichnen, online stellen, jede Mail öffentlich machen. Wo geht's? Das ist auch immer so ein Killer-Argument gegen Transparenz, wo jemand sagt, ja, jetzt, dann müsste ich ja alles streamen. Wo soll ich denn da anfangen? Und ich habe mir dann diese Frage gestellt, ja, wo fange ich an? Da brauche ich ja für mich ein Kriterium. Und wie fasse ich die Relevanz? Dann muss ich ja ständig mir die Relevanz überlegen. Ich habe dann versucht, das ist jetzt mal eine Arbeitsthese, die würde ich auch gerne bitten, dass jemand ins Pad schreibt,
zu sagen, ich teile den demokratischen Prozess in drei Phasen ein. Der erste ist meine persönliche Meinungsbildung zu einer Frage, Bundesvorstandsentscheidung, so eine Art Vormeinung, die noch nicht komplett gefestigt ist, aber ich kriege so eine Ahnung oder schon relativ sichere Meinung, was ich will. Und dann gehe ich in die Debatte innerhalb des Gremiums mit meinen Kollegen und die haben andere Argumente und andere Meinungen, die prallen aufeinander. Und dann komme ich in den Schluss, also Abstimmung im demokratischen Fall oder man findet Konsens, wie auch immer der Entschluss stattfindet. Und mal so als Arbeitspunkt habe ich mir festgelegt, ich möchte mir erlauben, die Meinungsbildung nicht transparent zu machen. Also wenn ich sage, oh, wir haben jetzt im Bundesvorstand so eine Frage, schließen wir uns der Kampagne an oder da ist jetzt irgendwie so das und das Thema, dass ich da mit Freunden, mit Kollegen drüber spreche, um mir selber eine Meinung zu bilden. Und sage, das würde mich überfordern, das ständig transparent zu machen. Das kann ich, wenn es mir gelingt, wenn ich die Zeit habe, wenn ich es für relevant halte. Aber ich erlaube mir es einfach, intransparent zu halten. Und wenn ich dann aber in die Debatte einsteige, wenn ich dann in einen relevanten Dialog mit Kollegen gehe, in dem Versuch, sie zu überzeugen oder eine Entscheidung herbeizuführen, dann möchte ich, dass es öffentlich ist. Was dann zu so einer, also die drei Phasen wären Meinungsbildung, Debatte, Entschluss oder Abstimmung. Was zu der Arbeitsthese für mich geführt hat, wenn die Mitglieder eines Gremiums in entscheidungsrelevanter Größe oder Stärke zusammentreten, dann wünsche ich mir, dass das öffentlich passiert. Sofern nicht Sachgründe für Nichtöffentlichkeit stehen. Also die gibt es natürlich immer, dass das Gremium sich aus Gründen beschließt, nicht öffentlich zu sein. Sprich, wenn ich mit 5 meiner Kollegen, also ich und 4 andere Kollegen, irgendwo im Hof stehe, wir unterhalten uns über bundesvorstandsrelevante Themen, wo es jetzt keinen Sachgrund gibt, es nicht öffentlich zu tun, dann würde ich gerne ein Tape mitlaufen lassen und das Ding online stellen. Das wäre mein Ideal. Wenn ich mich nur zu 4 unterhalte, dann sind wir noch nicht mehrheitsfähig, könnte ich das auch halt in der Meinungsbildung laufen lassen. Allerdings, entscheidungsrelevant ist jetzt nicht mathematisch zu sehen, wenn ich genau weiß, die Swanhild und der Sven, die enthalten sich als Verwaltungspiraten bei politischen Fragen und ich unterhalte mich mit 3 meiner Kollegen, dann weiß ich genau, wenn wir 4 einig sind, dann die anderen beiden enthalten sich, dann haben wir im Grunde entschieden. Dann ist das schon ein entscheidungsrelevanter Prozess. Also die Debatte, wo ich weiß, aufgrund meiner Kenntnis der Prozesse in dem Gremium, diese Debatte kann im Grunde, da fällt die Münze, da fällt die Entscheidung. Und auch wenn das eine quasi Hinterzimmersituation ist, dann habe ich da die Forderung, dass es transparent ist und kriege selber, wenn ich Mitglied eines solchen Gesprächs bin, ein schlechtes Gefühl, wenn ich Teil dieses Gesprächs bin und diese Transparenz aber nicht hergestellt werden kann oder soll. Das ist so momentan meine Arbeitsthese. Das war jetzt mal kurz allgemein als Vorfeld für das, was jetzt eher philosophisch ist, was ich jetzt noch anschließen möchte. Und zwar zu dem Thema, was du auch gesagt hast, Macht und Verantwortung. Das ist ja, ein Gremium hat eine Macht und dadurch auch eine Verantwortung. Da sehen wir das auch wieder, dieses Zusammenspiel. Und Zulassen anderer Wahrheiten hast du, Daniel, gebracht, dass das eine ganz wichtige Kompetenz ist, dass ich mir die anhören kann, dass ich sie ohne zu werten erstmal wahrnehmen kann. Und was ich mir auch als Begriff noch aufgeschrieben habe, der mich sehr inspiriert hat, war, dass das im Grunde, so habe ich es verstanden, mehr und mehr zu einer Wahrnehmungserweiterung führt oder zu einer vergrößerten Bewusstsein. Erstmal beim Einzelnen, dann vielleicht auch graduell beim sozialen Feld. Und Prozesse, die diese Steigerung von Wahrnehmung und Bewusstsein, von Verantwortung, von Zulassen anderer Meinung unterdrücken, sind oft verbunden mit Gewalt. Also gerade in Machtstrukturen, wenn ich versuche, einen politischen Prozess so zu führen, dass alle dabei gewinnen, dass alle Erkenntnis gewinnen, dass ich die Argumente des anderen nicht als Angriff auf meine Machtposition verstehe, den ich abzuwehren habe, sondern als Möglichkeit, dass sich meine politische Wahrnehmung erweitert und wir gemeinsam eine Lösung finden, die ich alleine nicht gefunden hätte. Das ist für mich eigentlich ein guter politischer Prozess. Und wenn ich diese Offenheit habe, nicht in der Angst zu handeln, dass der andere mich jetzt übertölpelt und seine Position durchdrückt und ich muss da jetzt gegen kämpfen, dieses Gegeneinander von Fraktionen, Parteien, Meinungen, sondern wenn es gelingen soll, dass ein Gremium zusammen die beste Lösung findet, dann ist es tödlich für dieses Gremium, wenn da mit Macht, mit Gewalt, sprachlicher Gewalt, psychischer Gewalt, unter Druck setzen, sozialem Druck gearbeitet wird, weil dann
komme ich, um mich zu schützen, wieder eben so ein Privacy-Ding. Ich versuche mich rauszunehmen oder ich versuche mich heimlich abzusprechen. Ich versuche eine Gegenposition aufzubauen. Ich glaube, ihr kriegt eine Ahnung, was ich meine, ohne dass ich es jetzt sprachlich vielleicht so ganz konkret machen kann. Und da kommt jetzt ein ganz spannender Aspekt von Transparenz für mich dazu. In Gewaltsituationen ist oft eine Grundregel Öffentlichkeit herstellen. Und Öffentlichkeit im politischen Prozess ist Transparenz. Und das ist für mich eigentlich der Schlüssel deswegen, warum wir Piraten Transparenz so toll finden. Das ist nicht irgendwie, weil das einfach technisch jetzt toll ist, so grundsätzlich. Das ist genauso wenig. Wir finden im Internet auch nicht Netzwerkneutralität toll, weil das irgendwie technisch geil ist, wenn alles gleich behandelt wird. Sondern da steht ja ein Prinzip dahinter. Da steht ja etwas dahinter, dass man eben nicht per Machtstruktur jetzt eine Entscheidung treffen kann, was ist wichtiger oder nicht, sondern dass das eben in Freiheit von den Akteuren entschieden wird, von jedem selbst. Und dasselbe ist für mich, wenn ich in einer Struktur bin, wo Gewalt stattfindet oder Macht auch durch Gewalt aufrechterhalten wird, dann ist Transparenz eines der möglichen Gegenmittel. Deswegen fordern wir, solange wir Bürger sind, immer die Transparenz. Und schwierig wird es, wenn wir selber Politiker werden. Weil dann sind wir plötzlich die, denen misstraut wird. Und wo die Bürger da draußen Transparenz fordern. Und das ist unbequem. Und ich persönlich erlebe es aber oft so, dass ich in einem intransparenten Raum gar nicht sinnvoll arbeiten kann, weil ich persönlich mich als relativ inkompetent sehe im Verteidigen gegen sprachliche Gewalt. Oder im Schutz dagegen. Also ich lasse mich durch sozialen Druck relativ schnell einschüchtern. Ich bin nicht so konfliktfreudig und tu mir schwer, selber in einem Gremium, was nicht öffentlich tagt, wenn ich mich in die Ecke gedrängt fühle, mich zu befreien, sage ich mal. Ich möchte dann Öffentlichkeit herstellen. Wenn es aber nicht öffentlich ist, kann ich keine Öffentlichkeit herstellen. Und dann habe ich ein Problem. Dann bin ich unter dem Druck der Vertraulichkeit und dann heißt es, das ist aber jetzt nicht öffentlich, das darf jetzt keiner leaken, da darf jetzt keiner drüber sprechen. Und weil mir solche Werte sehr wichtig sind, auch Vertraulichkeit, möchte ich das dann nicht brechen und nicht sagen, okay, ich spreche es trotzdem mit Freunden darüber, aber es belastet mich dann. Und insofern komme ich an den Punkt, dass Transparenz eigentlich ein Minderheitenrecht ist, was auch in der Opposition ganz wichtig ist. Also ich möchte jetzt nicht gleich so weit gehen zu sagen, Transparenz muss in einem Gremium mit einer Minderheitenvotum erreicht werden können. Also wenn 25% eines Gremiums öffentlich tagen wollen, dann muss es öffentlich tagen oder so. Weil es ist eben ein gegebenes Phänomen, dass normalerweise Felder, denen man Transparenz aufzwingt, sie wollen sie aber nicht, dann finden sie natürlich andere Räume, wo sie nicht öffentlich, nicht transparent weiter entscheiden. Also gerade dann wird eben die Argumentations- oder die Debatte in den nicht transparenten Raum verlegt ins Hinterzimmer und man tut dann so, als würde man öffentlich debattieren. Das funktioniert ständig. Und dann geht man auf eine interne Mailingliste oder wenn die öffentlich sein soll, dann schickt man sich die Mails halt einfach privat auf die Mailadressen. Das geht immer. Und letztlich kann ein Gremium nur überzeugt oder durch Druck von außen gezwungen werden, öffentlich zu werden. Aber relativ schlecht durch Druck von innen, ist zumindest meine Erfahrung, wenn das jetzt nicht die Mehrheit des Gremiums will. Und das ist vielleicht dann auch nicht sinnvoll. Und da komme ich wieder auf den Aspekt, den du gesagt hast oder den ich gerade mit Schiller auch im Gegensatz zu Kant gesagt habe, diese emotionale Bejahung. Letztlich ist es ideal, wenn Menschen erkennen können, dass es ja auch einen Nutzen hat, öffentlich zu arbeiten. Also das laute Denken. Ich bin teilweise gefragt worden, warum twittern Piraten auch noch, wenn sie einen Fail gemacht haben? Warum versuchen sie ihn nicht zu vertuschen? Von Journalisten. Und dann habe ich erklärt, ja, das ist eine Erweiterung des Denkraums. Man twittert das, weil man möchte was lernen. Das ist ein soziales Feedback, eine Rückkopplungsschleife. Und da kriege ich dann ein Feedback von meinen Freunden, die sagen mir entweder, oh Gott, da hast du richtig Scheiße gebaut oder so schlimm ist es nicht. Und das hilft mir, meinen eigenen Fehler einzuschätzen. Also es ist, bei manchen Piraten ist es eine Art und Weise, auch Fehler öffentlich, schnell öffentlich zu machen, weil es mir bei der Fehlerbewältigung beim Lernprozess hilft. Und das können manche noch nicht ganz verstehen. Also insofern, um es jetzt abzuschließen, glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, gerade wenn wir in der, ja, wie soll ich jetzt sagen, ich glaube, es müsst ihr fast rund machen, weil ich bin voller Gedanken in alle Richtungen, wenn wir in einen politischen Prozess reinkommen, wo wir meistens am Anfang erstmal in der Opposition sind, dann ist dieser
dann ist dieser Versuch, Transparenz herzustellen, wirklich etwas, was uns überhaupt erstmal möglich macht, die Art von politischen Prozess zu leben, den wir wollen. Zumindest den ich will und den ich mir momentan vorstelle. Wenn ich das als ersten Schritt mir nicht gelingt und ich plötzlich in vertraulichen, nicht öffentlichen Kreisen versuche, piratige Ziele durchzusetzen, also die Vorratsdatenspeicherung abzuschaffen, dann kann das gelingen, aber ich halte es für hochriskant. Weil wenn es nicht gelingt, dann haben wir eine Blackbox und raus kam ein scheiß Ergebnis und Piraten waren dabei. Und wir wissen nicht, warum es nicht geklappt hat. Und dann können wir auch nicht daraus lernen und die, die nicht dabei waren, wenn sie vielleicht eine Legislaturperiode später drin sind, können auch aus den Fehlern nichts lernen und so weiter. Also ich glaube, gerade im Aufbrechen neuer Strukturen ist das ganz, ganz wichtig. Das sind jetzt mal so die wesentlichen Aspekte. Ich habe jetzt viel rausgelassen, was ich zum sozialen Prozess, als ich das ursprünglichen Titel mir gedacht habe, weil ich mir einfach sehr stark auch an das anlehnen wollte, was du gesagt hast, was aber bei dir auch anklang letztlich, dass Transparenz was Gemeinsames ist. Also meine Erfahrung eben, ich kann meine Nummer nur ins Wiki stellen, wenn ich nicht nachts Drohanrufe kriege. Und wenn wie bei Julia jetzt irgendwie nachts die total Anrufe unter der Gürtellinie kommen, dann brauchst du eine neue Handynummer und du stellst sie nicht mehr ins Netz. Und insofern, wenn wir wollen, dass Gremien transparent sind, nehmen wir den Bundesvorstand, dann müssen wir auch respektieren, dass es die Erfahrung gibt, wenn ich laut denke, kriege ich einen Shitstorm. Und dass es keinen Spaß macht, transparent zu sein, wenn Menschen da draußen in ihrer Einschätzung dessen, was da passiert, das Geschenk der Öffnung, das Geschenk, sich eben nicht in die Privacy zu gehen, sondern das Geschenk, sich angreifbar und spürbar zu machen, letztlich auch ein Vertrauen braucht, dass ich dann diesen angreifbar machen eben nichts für einen Angriff nutze. Weil sonst macht er die Tür ganz schnell wieder zu. Und dann reproduziert sich natürlich auch die Erfahrung des Shitstorms, weil wenn ich hinter verschlossenen Türen tage und die Tür zuhalte, dann geht natürlich die Masse mit dem Rambock dagegen, um die Tür aufzubrechen. Wenn ich allerdings die Tür aufmache und sage, ey, wenn euch was stört, kommt vorbei, aber bitte kommt leise rein, wir tagen gerade, und dann sagt uns, was euch stört. Und wenn die Menschen dann wirklich leise reinkommen und sagen, ey, schön, ich habe da aber gerade ein Problem, kann ich das mal kurz mit anbringen? Und das funktioniert in einem gemeinsamen Prozess, dann kann ich auch die Tür offen lassen. Wenn aber trotz der offenen Tür natürlich andere Leute wieder reinrennen und sagen, boah, das geht ja gar nicht, was macht ihr hier für einen Scheiß? Dann sagt man halt, oh, nächstes Mal machen wir die Tür zu, wir wollen in Ruhe arbeiten. Also Transparenz ist wirklich was wir gemeinsam erreichen müssen. Transparenz ist nichts, was wir von denen da oben, dem Staat, dem im Gremium fordern können, sondern Transparenz ist was wir uns, ich sag's jetzt mal, extrem verdienen müssen. In dem Art und Weise, dass wir auch einen sozialen Umgang mit Fehlern finden. Also gleich nochmal einen Bogen, Ärzte, Krankenhäuser, jeder kennt es. Ärzte tun sich enorm schwer, Fehler zuzugeben, weil das so massiv schadet in der Karriere. Und dadurch werden viele, viele Fehler ganz oft gemacht, weil man nicht sagt, oh scheiße, hier ist ein Fehler passiert und man hätte ihn so und so vermeiden können. Und ich habe ihn gemacht. Und inzwischen sickert es so langsam im medizinischen System, dass es saublöd ist, dass Ärzte Fehler nicht öffentlichen dürfen. Oder Piloten oder diese ganzen sicherheitskritischen Bereiche. Ich möchte jetzt nicht von Atomkraftwerken anfangen. aber alle Bereiche. Und wenn wir natürlich einen Arzt fertig machen, wenn er offen sagt, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich habe hier Scheiße gebaut. Wenn wir einen Politiker fertig machen, weil er sagt, ich habe hier einen Fehler gemacht, dann hat er keinen Bock mehr, Fehler zuzugeben. Und dann macht er die Tür zu. Und dann haben wir irgendwann die Chance verspielt, die wir momentan haben, wenn wir als soziales Feld gemeinsam lernen, uns nicht fertig zu machen für Fehler, sondern konstruktiv und angemessen sozial zu kritisieren, zu reagieren und Feedback zu geben. Jetzt mache ich es mal rund, weil mich eure Meinung interessiert. Danke. Ich leg mal gleich los. Hör mir gefälligst zu hier, Bufo. Also erstens, herzlichen Glückwunsch zu der Erkenntnis, dass Transparenz nur geht, wenn alle anderen auch Fehler zulassen können und man nicht dafür gesteinigt wird. Das ist eine Erkenntnis, die tatsächlich eine Menge Leute noch brauchen können. Auf der anderen Seite möchte ich mal noch dann... Hä, was? Achso. Muss ich ja nicht. Ich muss zu hören sein gerade. Ich hätte auch einfach sitzen bleiben können. Also,
Ich bringe mal noch eine Anregung, diese Forderung nach Transparenz erfordert ja jetzt bei politischen Prozessen, denn in der Verwaltung brauchen wir transparente Prozesse, bei den politischen Entscheidungsprozessen braucht es genau eins, den Willen der Protagonisten transparent zu arbeiten und transparent zu handeln, denn es ist ja nicht kontrollierbar oder nur schwer kontrollierbar. Wenn jemand intransparent handeln will, dann wird er das tun. Und da möchte ich an der Stelle einfach mal anregen, ob wir uns jetzt in einigen Bereichen von diesem Themen statt Köpfe-Mantra einfach mal lösen können. Denn an der Stelle ist tatsächlich wichtig, welche Köpfe wir wohin wählen. Und die wählen, bei denen wir am ehesten den Eindruck haben, dass sie dieses Transparenzgebot eben aus eigenem Willen auch einhalten wollen und werden. Nur mal so jetzt. Ja, ich konnte dem alles sehr gut folgen und fand das auch sehr überzeugend, vor allem auch die Sache mit der Öffentlichkeit und vor allem die Sache, wo du sagtest, ja, wenn unfair miteinander umgegangen wird oder wenn auch eher mehr die Macht der Leute gilt, dann sollte man Transparenz herstellen. Das Einzige, was, also das möchte ich nur hier eigentlich ergänzend dazu sagen, weil das ist eine Perversität, die ich jetzt im Landtag bekommen habe. Je weniger öffentlich die Sache ist, je konstruktiver sind die Gespräche mit den anderen Parteien. Sie trauen sich gar nicht. Das ist ja wahrscheinlich auf diese Sache, dass sie Angst vor einem Shitstorm haben. Sie trauen sich nicht in der Öffentlichkeit dir mal zu sagen, dass du auch recht haben könntest. Das passiert hinterher, wenn die Tür zugegangen ist, am Ende des Ausschusses, sagen sie es dir, dass es ja ein ganz gutes Argument war. Das werden die nie im Ausschuss sagen, weil der Ausschuss ist öffentlich. Und das wird im Parlament auch, also ich sag mal so, die meisten, die noch sagen, dass die anderen Parteien auch mal recht haben, sind noch wir. Ansonsten sagt es keiner in der Debatte. Das macht man nicht. Ich kriege hinterher am Ende der Debatte, kommt dann eventuell auch jemand von der anderen Partei zu mir und sagt, oh, war aber gut. Und er lobt mich sogar noch dafür, dass ich ihn richtig fertig gemacht habe. Das ist also wirklich eine ganz, ganz komische Situation. Aber die ist nicht, sobald eine Kamera wieder dabei ist, ist das vorbei. In dem Moment bin ich der Blödmann. Oder umgekehrt müsste ich genau dieselbe Rolle spielen, wenn ich da an der Rolle mitspielen wollte. Und müsste ihn in dem Moment nicht mehr nett finden, obwohl ich ihn vorher vielleicht nett gefunden habe. Sobald die Kamera an ist, sobald die Kamera aus ist, kann ich ihn auch wieder nett finden. Beziehungsweise ist es auf dieser Gegenseitigkeit. Das ist es lässt sich leider nicht so, was du da gesagt hast, sehe ich derzeit noch unheimliche Schwierigkeiten. Es lässt sich leider zumindest nicht in die derzeitigen politischen Prozesse auf unsere, in unserem Staat übertragen. Ansonsten, zum Beispiel also jetzt hier für Vorstände oder für Gremien von der Piratenpartei selber, unter Umständen, weil wir, sag ich mal so, vielleicht ein bisschen shitstormresistenter sind und auch wenn wir nicht gerade jetzt in dieser Wahlsituation sind, weil die Leute wollen ja auch wiedergewählt werden, das heißt, die müssen sich ja von uns abgrenzen, kommt eine ganz perverse Situation zustande. Nämlich eigentlich wird diese Sache, die du da beschrieben hast und die ja auch eigentlich völlig einleuchtend ist, durch dieses Verhalten und durch diese Art, wie dort Macht ausgeübt ist, völlig umgedreht. Ja, vielen Dank, Olaf, für diese Ergänzungen aus dem Parlamentarischen, das ich ja nicht aus der Innensicht kenne und auch von dir, Olli. Was mir als erstes dazu einfällt, ist, was, um das zu brechen, wäre wahrscheinlich ein längerer Prozess nötig, und zwar, dass der einzelne Parlamentarier, der bereit ist, ein gutes Argument anzuerkennen, der ja quasi damit aus seiner eigenen Fraktion oder seiner eigenen Partei Kritik befürchtet oder einen Ausschluss oder Sanktionen, von der Bevölkerung Zustimmung bekommt für diese Fähigkeit, so offen zu sein, die dann quasi das überwiegt. Aber da ist natürlich das ganz recht, diese Grenze des Parteienorganisations. Er ist eben Mitglied dieser Partei, er möchte in dieser Partei wiedergewählt werden. Und da haben wir eben Listen und Parteien. Und solange die Piraten noch nicht so überzeugend ein anderes Betriebssystem und Art Politik zu machen, dass eben sie mit 51% im Parlament sind, im Grunde alle aus ihren Parteien raus in diese neue Kultur gehen können, glaube ich, dass da vieles genau andersrum sein kann, als es eigentlich gewünscht wäre. Und diese Grundthese von mir, dass in der Öffentlichkeit halt eben zumindest die Öffentlichkeit feststellt, dass das schlechtere Argument gewonnen hat. Und obwohl da bessere Argumente waren, hat einfach die Mehrheit per Macht entschieden. Und da waren gute Gegenargumente, die wurden einfach überrumpelt. Und dass dieser Wert
das zu zeigen, vielleicht niedriger, weniger wert ist, als das, die Konstruktivität herzustellen, die sich die anderen nur trauen, wenn die Tür zu ist. Und insofern da, dass wir dann Prozesse finden, wie können wir dann mehr und mehr schrittweise die Erfahrung ermöglichen, dass es vielleicht doch geht, auch öffentlich sowas zuzugeben. Ich denke, das ist ein mehrjähriger, mehrstufiger Prozess. Danke, Johannes, dass du endlich es geschafft hast, die Debatte um Transparenz auch für mich erträglich und gut und lernenswert zu machen. Ich sehe in dieser Art von Transparenz bei den Politikern 1.0, die wir ja nicht auf den Mond schießen können, auch wenn wir es manchmal gern täten, ein ganz gefährliches Mittel, weil Transparenz sich so einsetzen lässt als politisches Machtspielmittel. Die benutzen Transparenz mit Sicherheit nicht so, wie wir sie benutzen, weil es sie verletzlich macht, weil es sie bloßstellt oder nackt dastehen lässt. Ohne des Kaisers neue Kleider, ohne Sprechblasen, ohne all diese Mittel, die Politik 1.0 ausmachen. Und in unseren Händen ist Transparenz etwas ganz anderes, denn wo wir politisch transparent sind, machen wir uns auch als Person und privat transparent und angreifbar. Das sind also für mich zwei völlig verschiedene Schuhe. Wenn Olaf eben sagt, wenn wir unter vier Augen oder im Geschlossenen sind, ohne Öffentlichkeit, dann reagieren die ganz anders. Wir werden das nicht tun. Wir werden in offenen Räumen genauso wie in geschlossenen Räumen transparent sein und unsere Meinung sagen. Die werden es nicht tun, wie man ja sieht. Und damit kann man aber Politik machen. Wenn man ein Politiker 1.0 ist, kann man damit Politik machen. Die ist dann nicht mehr durchschaubar, weil sie ja so transparent ist, so offensichtlich transparent für alle von außen Sehenden. Und wir werden es auch nicht immer merken. Und da sehe ich das große Risiko. Wir können da also nicht damit rechnen, dass da eine ehrliche Transparenz stattfindet im langsamen Wandel, sondern nur wir sind transparent. Und nur wir können das transportieren an eine Öffentlichkeit, die an dieser Transparenz teilhaben soll und davon profitieren soll. Verstehst du, was ich meine, diesen Bruch zwischen dem, was wir versuchen, in die Politik zu bringen, wie wir Politik verändern wollen, aber sie langfristig nur verändern können, wenn wir da immer mehr werden und uns immer mehr durchsetzen mit unserer klaren und ehrlichen Transparenz. Und wie angreifbar wir dann sind, weil es immer persönlich auch wird. Ja, das Letzte kann ich bestätigen. Ich habe soweit verstanden, dass die Gefahr ist, dass die anderen den Begriff nehmen, eine Pseudotransparenz bauen, die aber eben nur selektiv eingesetzt wird, um ihre Ziele zu erreichen, diese Pseudotransparenz, und das aber damit, ähnlich wie eine Pseudonetzpolitik oder so, quasi nur der Begriff gekapert wird, weil es gerade sexy ist, aber in Wirklichkeit das nur als Repertoireerweiterung des alten Machtspiels dann dient. Und dass das wichtig ist, dass wir da mit einer sauberen Definition und einem sauberen eigenen Anspruch dagegen gehen, damit wir da uns nicht übertölpeln lassen. So habe ich es verstanden. Ja, also ich wollte Oliver und Sammy beantworten und auch so ein bisschen dir. Also ich glaube, es ist klar, dass wir so nicht zusammenarbeiten. Ich glaube aber, dass das Ding, und das ist auch das, was ich im Persönlichen gesagt habe, es funktioniert dazu, dass wir es vorleben. Und ich glaube vor allen Dingen auch, und da finde ich ja fest Überzeugung, wir sind gewählt, weil wir gesagt haben, wir verhalten uns integer. Und das Wichtigste, das Allerwichtigste, was wir machen müssen als diese Politiker, und da stimme ich Olli auch zu, deswegen, da sind die Köpfe wirklich wichtig, dass wir die Köpfe wählen, die sagen, ich bleibe integer und ich ziehe das durch, weil das ist ein bisschen wie mit gewaltfreier Kommunikation, die andere Seite muss das nicht mitmachen, sondern wir machen das einfach, und ich bin der Meinung, wenn wir einfach uns so verhalten, wie wir gesagt haben, dass wir uns verhalten wollen und das durchziehen, dann wird sich das einfach, die müssen entweder, es geht gar nicht anders, als dass ich das irgendwann verbreiten muss. Also das ist zumindest meine Hoffnung. Es kann auch sein, dass ich mich total täusche, dann, ja gut, dann haben wir uns halt mal geirrt. Aber ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass wir auf jeden Fall einfach das vorleben, wie wir Transparenz betrachten. Und da geht auch nur diese dritte Form der Transparenz, das finde ich auch super, dass du es mal definiert hast, so, damit wir das irgendwie, wir müssen, das ist kackegal, ob die anderen nicht mitarbeiten wollen, weil die, also
let's face it, wir sind Opposition, die machen eh, was sie wollen. Und das ist ja eigentlich unser Vorteil. Wir können einfach uns so verhalten, wie wir uns verhalten wollen. Wir müssen uns einfach nur weiterhin so verhalten, wie wir gesagt haben, dass wir uns verhalten wollen und das durchziehen. Und dann glaube ich auch, dass das funktionieren wird. Der Olaf hat gerade implizit etwas gesagt, auf das ich nochmal hinweisen möchte. Nämlich, dass wenn man mit einem Kollegen aus einer anderen Partei im Landtag hinter verschlossenen Türen redet, dass offensichtlich dort etwas anders ist, als wenn man mit ihm öffentlich redet. Es ist grundsätzlich so, wenn sich zwei Menschen unterhalten und irgendjemand von den beiden oder ein Dritter hält ein Mikrofon dazwischen, dass sich automatisch deren Beziehung ändert. Das ist ein Naturgesetz. Weil langjährige Lebensgemeinschaften haben das, die entwickeln in der Zweierkommunikation sowas wie eine eigene Sprache. Wenn der eine spricht, weiß er genau, wen er damit adressiert. Und wir kennen das selber aus Szenen. Das Ü-Ei war gerade so ein Beispiel. In der Heavy-Metal-Szene, in der Rap-Szene gibt es eigene Sprachen. Gruppen definieren sich irgendwann über Sprachen, die sich im Rahmen der Gruppe entwickelt haben. Und in dem Moment, wo ein Mikrofon dazukommt, adressiere ich auf einmal die ganze Welt. Und dann ändert sich auch meine Sprache. Und das ist völlig normal. Der entscheidende Aspekt, den hat der Daniel gerade gesagt, das ist nicht die Transparenz. Das Totalitäre immer gleiche Benutzen von denselben Worten. Das ist nämlich Demagogie, sondern das Entscheidende ist die Integrität desjenigen, der spricht. Und der muss das Recht haben, wenn er mit Person X spricht, dort die Sätze anders zu formulieren, als wenn er mit der Öffentlichkeit spricht. Also Transparenz müssen wir an der Stelle mal definieren, denn sonst können wir das mit der Privatsphäre, was die Lena vorhin nochmal ins Spiel gebracht hat, auch knicken. Und das darf meiner Meinung nach nicht sein. Ich stelle mich auf mein Gegenüber ein und wähle meine Worte entsprechend. Wenn ich das nicht mehr tun kann, weil ich meine Worte immer gleich wählen muss, also sowas wie totale Transparenz habe, dann funktioniert gar nichts mehr, auch in der Politik. Integrität und Vertrauen, das sind die entscheidenden Punkte, glaube ich. Totalitär ist es immer Gleiche. Die ewige Wiederholung des Gleichen, die irgendwann in der Demagogie endet. Totalitäre Sprache ist ein Definitionsversuch des immer selben Mechanismus des Transportierens von Worten. Das haben wir gerade super erlebt im vergangenen Jahrhundert in totalitären Regimen. Da gab es eine Sprachdefinition von oben herab, da wurde immer gleich gesprochen. In Russland gab es die Pravda, die Wahrheit, und die Izvestia übersetzt die Nachrichten. Es gab diesen alten russischen Witz, in der Pravda stand nie eine Izvestia und in der Izvestia stand nie eine Pravda. Also die Nachrichten waren nicht wahr und das, was in der Wahrheit stand, war keine Nachricht. Das ist damit gemeint. Wir müssen uns das erhalten, bei allem Transparenzanspruch individuell miteinander kommunizieren zu dürfen und das nicht irgendeinem Regelwerk zu unterwerfen. Das finde ich ganz wichtig, weil darüber definiere ich mich als Mensch. Ja, ich spüre da eine Angriffsenergie, eine relativ extreme, starke. Darum frage ich jetzt nochmal ausdrücklich nach. Lieber Johannes, nenn es konstruktiver Dialog. Nee, darum frage ich nochmal ausdrücklich nach, ob du hier was anderes gemeint hast, als das, wo ich gesagt habe. Nein, ich habe im Wahlkampf immer gesagt, wenn die gesagt haben, ist ein vertrauliches Gespräch mit ihnen nicht mehr möglich, wenn irgendjemand, ich habe immer gesagt, entscheidend für die Politik muss sein, dass die Motive klar sind, wenn eine Entscheidung gefällt wird. Also nicht hintenrum, dass irgendein Verband da seine Finger mit im Spiel hat, wie dieses komische Ding mit den Hotels und den Steuern, als die schwarz-gelbe Koalition auf Bundesebene. Die Motive müssen klar und transparent sein. Der Weg, wie man zu einem Beschluss gelangt und letztlich der Beschluss selbst. Und es muss Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger gesichert sein. Das wäre für mich eine Maximalforderung im Sinne eines Transparenzanspruchs. Aber ich muss nicht meine Sprache gleichschalten. Ja, ich versuche mal den Satz zu Ende zu machen von gerade. Meine Frage an dich war jetzt, Nick, also ich weiß nicht, ob es eine Ergänzung war oder eine Kritik, weil ich hoffe nicht, dass ich irgendwo gefordert habe, dass Sprache gleichgeschaltet sein müsste. Aber ich habe gehört in deiner Intervention, also zum einen, du sagst, dass das vertrauliche Gespräch muss möglich sein. Ich verorte das hier in dem ersten Schritt der Meinungsbildung, wo ich sage, da habe ich für mich nicht den Anspruch, das öffentlich zu machen. Wo ich natürlich zu wenig jetzt im parlamentarischen Prozess ist die Frage, wenn ich jetzt während der Debatte
in Sitzungspausen dann immer wieder versuche, eben diesen vertraulichen Raum herzustellen, wo nach eurer Erfahrung andere Gespräche möglich sind als eben innerhalb des öffentlichen Raumes. Da könnte genau das entstehen, was ich aus diesen FET-Protokollen berichtet habe. Sitzungsteil A, dazwischen Mittagspause, Sitzungsteil B und plötzlich sind sich alle einig. Und die Frage ist, ob das dann euren Ansprüchen genügen würde oder ob ihr sagen würdet, in der Realpolitik, ja, so ist es halt, damit müssen wir leben. Und okay, das muss quasi zumindest im Nachhinein dann erklärt werden, was jetzt hier an Veränderungen stattgefunden hat. Dann sind wir da einig, soweit, zumindest jetzt mal, soweit ich zur später Stunde nachkontrollieren kann, ob ich da einig bin. Ich sag mal so vorsichtig, ich bin da einig. Und dann sagst du, du hättest gerne jetzt mal eine Definition, weil du sagst, das mit der Transparenz reicht dir nicht, du möchtest die Integrität. Ich habe jetzt hier versucht mal, von meiner Person ja zum ersten Mal eine Definition anhand von genaueren Begriffen und Kriterien aufzuziehen. Insofern, wenn du jetzt sagst, wir brauchen eine Definition, genügt dir da was nicht? Hast du eine andere? Setzt du eine dagegen? Ich setze nichts dagegen. Ich würde im Gegenteil das, was nimmst du ein Mikro vielleicht für einen Stream? Okay. Entschuldige bitte, lieber Stream, dass ich jetzt das vergeigt habe. Ich würde das, was der Daniel gesagt hat, da ergänzen wollen. Das kam noch nicht mal von mir, diese Sache mit der Integrität. Oder man könnte auch sagen, dieses alte Wort Wahrhaftigkeit. Wobei, ne? Wir haben ja einen Verlust der Wahrheit in der Politik. Wir sind ja gerade das Symptom der Tatsache, dass Bürgerinnen und Bürger, und letztens hat es mir der japanische Botschafter gesagt, in Japan droht dasselbe. Der Vertrauensverlust in die Politik ist immens und es gründen sich dort neue Parteien. Also der springende Punkt ist wirklich die Integrität, dass ich bereit bin als Politiker zu sagen, warum ich mir diese Meinung so und so und mit wem vor allen Dingen gebildet habe und wer alles an meinem Meinungsbildungsprozess einen Anteil gehabt hat. Das muss ich aber nicht, und da stimme ich mit dir überein, während des Meinungsbildungsprozesses haben. Mein Meinungsbildungsprozess kann ja auch stattfinden, dass ich in völliger Privatsphäre mal ein gutes Buch lese. Das ist ja auch nicht transparent in dem Moment. Ich muss aber nachher erklären, hey, in dem Buch war die geile Idee und wenn man das damit kombiniert und was die Leute mir gesagt haben, dann kommt das und das raus. Die Frau Kraft hat, als sie unsere Fraktion besucht hat, mal was furchtbar Spannendes gesagt. Da ging es um die WestLB. Die ist gefragt worden, wieso die Verhandlungen zum Verkauf der WestLB nicht öffentlich geführt worden sind. Ich habe sie sofort verstanden. Wisst ihr, was mit dem Börsenkurs und den vielen Existenzen, die da dran gehangen haben, passiert wäre, wenn die Verhandlungen öffentlich geführt worden wären? Der hätte rumgezappelt wie sonst was. Und da hängen wirklich Leben dran. Ich meine jetzt nicht die Finanzmanager. Ich meine wirklich Leute, die in den Unternehmen arbeiten, um die es da geht. Also in dem Moment habe ich sie wirklich verstanden. Nur sie muss dann, wenn sie diesen oder bevor es zu dieser Abstimmung kommt, erklären, warum sie was, wie, wieso macht. Und da hat die Politik noch erheblichen Nachholbedarf. Ich nehme es jetzt mal, also mit den Schwierigkeiten, mit externen Faktoren und die Märkte und so, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, wie das natürlich uns oft in Schwierigkeiten bringt und dass das ein ganz neuer Topf ist, nochmal aufzumachen, wie man diese Abhängigkeit eben davon lösen muss, dass manchmal politische Prozesse oder politische Entscheidungen davon mit definiert werden, wie Märkte, Börsenkurse reagieren könnten. Das grundsätzlich kritisch sehe, aber wo ich jetzt keine Patentlösung hier reinschmeißen kann, kann ich dich so verstehen, dass du hier einen vierten Punkt dazu schreiben würdest, einer Meinungsbildungstransparenz, wie du deine Meinung dir gebildet hast. Ja, nur wie ist die Integrität, das ist mir zu unkonkret. Wie kann ich Integrität, wenn ich sage, anhand dieser Kriterien kann ich ja feststellen, welcher Grad an Transparenz erreicht ist. Aber wie kann ich diese Integrität feststellen? In welcher Forderung oder so ergibt sie sich? Vielleicht kommen wir da noch weiter, aber es melden sich eh schon Leute, die da gerne was zu sagen wollen. Ja, okay, fies in der Rednerliste weitermachend. Ich möchte, nachdem ich jetzt irgendwie zwei oder drei Redebeiträge gehört habe, die sich im Wesentlichen darüber beschwert haben, dass die Politiker 1.0 unsachlich sind, insofern, als dass sie einem hinter verschlossenen Türen die Richtigkeit von Argumenten eingestehen, das aber niemals vor laufender Kamera tun wollen würden. Und gleichzeitig auch die Forderung erhoben wurde, es muss ja möglich sein, hinter geschlossenen Türen anders zu sprechen und auch andere Dinge zu sagen, als ich das in der Öffentlichkeit will, dringend davor warnen, sich, bevor man die konkreten Politiker 1.0, mit denen man zu tun bekommt, tatsächlich kennengelernt hat, mit diesem Bild auch auf sie zuzugehen. Also ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht bei mir im Parlament und ich würde es für einen großen Fehler halten, auf neue Politiker 1.0, die wir noch gar nicht kennen, mit dieser Erwartung zuzugehen, weil wie das so ist mit den Wäldern, dem Hineinrufen. Vielen Dank.
geht in eine etwas andere Richtung, aber ich denke trotzdem passend. Wenn ich die Veranstaltung des Tages richtig Revue passieren lasse, wird hier das Problem unseres Verhältnisses zur Transparenz erstmals definitorisch aufgearbeitet. Das ist sicherlich auch gut so. Wenn ich mich in die Rolle des Wählers versetze, dann sind wir ja dort bisher angekommen mit dem Begriff Transparenz und kein Fraktionszwang. Nun haben wir festgestellt, aufgrund unserer konkreten Einbindung, dass das mit der Transparenz gar nicht so einfach ist. Wenn ich mir jetzt den kommenden Bundestagswahlkampf vorstelle, dann wird der Wähler von uns hören wollen, wie wir denn aufgrund dieser Erfahrung mit dem Begriff zukünftig umgehen wollen, um Glaubwürdigkeit zu erreichen. Wenn wir an dieser Stelle die Glaubwürdigkeit zu den eigenen Punkten nicht erreichen, dann wird es möglicherweise noch schwieriger werden, als es zurzeit ist. Also welche Vorstellungen gibt es im Bundesvorstand oder in den anderen Vorständen, um diese Debatte offensiv zu führen? Die Frage ist, kann man sie auch wirklich in dem Sinne vermitteln? Hat man genügend Mitstreiter, die dieses Thema öffentlich, offensiv eben diskutieren? Oder stehen wir sozusagen mit unserer Position alleine da und die ist belastet? Alle wissen, was sozusagen der Punktekatalog ist, was man den Piraten als Schwäche vorwirft. Und da ist, denke ich, viel Nacharbeit nötig. Ich hätte nur als Anregung, einfach die andere Seite zu betrachten. Und wie du regelst, versuchst ja sozusagen die Transparenz in ihrem Modi zu regeln und vielleicht auch das Vertrauen dann irgendwie zu abstrahieren und sich zu überlegen, wann Vertrauen sinnvoll ist in Gegenüberstellung. Weil das stimmt, dass in der praktischen politischen Arbeit solche Modis sehr wichtig sind. Und es ist auch sehr wichtig, dass andere Politiker wissen, dass wir damit umgehen können, wenn sie uns was verraten. Und dass wir nicht einfach sozusagen aus einem... Obwohl ich verstehen kann, was du aufgebaut hast. Also ich finde das grundsätzlich sinnvoll, würde aber versuchen nochmal... den Modi des Vertrauens etwas mehr zu regeln, zu überlegen, wann ist es legitim, Dinge nicht auszusprechen. Und nicht nur, wann ist es notwendig, etwas auszusprechen. Als Anregung, als Überlegung. Hast du einen Input dazu, wo du es legitim findest? Oder hast du nur die Frage? Ja, also durchaus. Ich glaube, wenn jemand grundsätzlich bedroht ist, wir hatten ja mehrmals diese Beispiele, halt jemand ist in einer anderen Partei und ist einfach bedroht, dadurch, dass wenn er was sagt, wenn das rauskommt, wenn andere das mitbekommen, der dann wirklich darunter leidet, dann weiß ich, okay, ich kann also Prozess- und Entwicklungstransparenz da nicht wirklich gewährleisten. Weil ich im Grunde genommen weiß vielleicht zum Beispiel, wie eine Entscheidung gefallen wird in Zukunft, aber ich kann das nicht vermitteln. Weil wenn ich das sage, dann verliere ich sein Vertrauen und habe damit sozusagen eine geschlossene Person. Ja, ich habe eine vor mir verschlossene Person. Und mir geht es jetzt nicht darum, das eine oder das andere zu bevorzugen, sondern ich glaube, wir müssen uns klar machen, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist, damit wir praktisch politisch arbeiten können. Da interessiert mich jetzt, Olli, du bist, glaube ich, eh in der Rednerliste. Oder aber gleich, auf was ihr aus der Erfahrung sagt praktisch, weil ich muss sagen, ohne meine parlamentarische Erfahrung, die ich jetzt nicht habe, wird mir da mulmig. Weil dann komme ich mir plötzlich vor, als wäre der Abgeordnete der andere Partei wie so ein Bürger, der mir eine Info gibt und ich muss ihn schützen. Also wo ist da sein Standing? Mir sind auch schon Leute auf mich zugekommen, seit ich PolGF bin, die gesagt haben, bitte sag den Parlamentariern da in XY, die sollen die und die Forderung stellen, weil wenn sie die stellen, dann müssen wir als Fraktion zustimmen, aber wir selber würden das nie auf die Tapete bringen. Also ja, spannend, aber will ich das? Okay, also du hattest gesagt früher, dass wir haben ein Problem, weil was Integrität ist, also wie man kann Integrität anfassen. Und ich glaube, also ich habe eine Idee, ich weiß nicht, aber diese Diskussion hat mich die Idee erlaubt. Und ich glaube, dass die Integrität im politischen Rahmen, also in dem Demokratieprozess der Demokratie ist, dass man das allgemeine Interesse entsprechen soll.
als Politiker, für mich, das ist ein guter Grund. Also ich kann mit einem konservativen Abgeordneten beim Europäischen Parlament oder seinem Assistent diskutieren, wenn, das kann passieren, wenn ich weiß, dass er wirklich glaubt, dass seine Idee das allgemeine Interesse der Gesellschaft entspricht, dann können wir anfangen zu reden. Aber ich habe ein Problem, wenn ich weiß, dass meine politische Opponent nicht nur private Interesse verteidigen gegen das allgemeine Interesse, aber auch, dass der versucht, mich zu glauben, dass er das allgemeine Interesse entspricht. Und für mich, das ist das große Problem. Und das ist der Grund, weil ich denke, dass also von der drei Definitionen der Transparenz, dass die wichtigste vielleicht ist die Transparenz von die Argumentation. Weil also wenn ich zum Beispiel Gesetzesvorschlag von der Europäischen Kommission lese, das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Und die Kommission versucht uns zu überzeugen, dass ACTA zum Beispiel für das allgemeine Interesse der EU-Bürger ist. Oder dass die Term Extension of the Copyright entspricht das allgemeine Interesse. Und das geht nicht. Und ich glaube, die Transparenz ist wichtig, aber ich erinnere mich zum Beispiel für den ACTA-Vot, dass ein paar Konservativen und auch Extremsouveränisten für uns gewählt haben oder nicht ihre Gruppen geschützt haben. Die wollten das nicht, dass das Publikum das weiß. Und ich war ganz froh, dass wir von ihrer Hilfe genießen könnten. Naja. Okay, helfende Menschen sind, glaube ich, unterwegs, um da zu gucken, was nötig ist. Ich komme da wieder, ich bin da relativ puristisch, schade, dass jetzt auch der Joachim raus ist gerade. Meint ihr im Moment eine Pause? Meinst du, sie kommen wieder? Ich habe da Vertrauen, dass sich Dinge lösen. Was immer da, für die im Stream, da ist gerade irgendein Geschrei von draußen gekommen. Und es sind gerade Leute raus, um zu gucken, ob jemand Unterstützung und Hilfe braucht. Und jetzt kommen schon wieder Menschen zurück. Und haben beruhigende Mienen dabei. Gut. Wenn ich kurz was drauf sagen kann, also ich kriege das Gefühl, ob etwas im öffentlichen Interesse ist, das kann ich doch nicht feststellen im Zweiergespräch mit der anderen Person. Das kann ich doch nur feststellen, indem ich das öffentlich mache und die Öffentlichkeit frage, ob es in ihrem Interesse ist. Das mag ich mir doch gar nicht. Das wäre Hybris, wenn ich mir anmaße, diese Einschätzung zu treffen, ist das, was mein Gegenüber da will, im öffentlichen Interesse? Und auch Misstrauen gegenüber mich selbst, ist denn das, was ich will, im öffentlichen Interesse? Also für mich ist die Transparenz ja auch ein Schutz davor, dass ich mich selbst verrenne, weil ich ja auch Feedback kriege, bevor ich eine blöde Entscheidung treffe. Und ich kann dann auch nicht wirklich, ich habe da jetzt auch nochmal ein bisschen nachgedacht, drüber nach, irgendwie wenn ich sage, das ist jetzt im öffentlichen Interesse, das nicht öffentlich zu machen, weil die Märkte, die sind sonst zu stark schwankend und die Aktienkurse gehen zu stark rauf und runter. Ja, dann möchte ich mich eigentlich eher fragen, warum ist das so ein großes Problem für die Gesellschaft, wenn die Aktienkurse mal stärker rauf und runter gehen? Das sind Gelder von Anlegern, die da wissen, dass sowas rauf und runter gehen kann.
Also das sind dann andere Punkte irgendwie dahinter. Frage mich, sind das Scheinargumente oder sind das echte Argumente? Soll ich mal eben? Also es geht ja nicht nur um Aktienmärkte. Teilweise geht es um Informationen, die verfügbar sind, und dann hängen eben nicht nur irgendwelche Aktienkurse, sondern tatsächlich sogar Menschenleben davon ab. Deswegen ist es genau die eine Frage, es ist immer eine Abwägung, was ist das für eine Information, die ich da bekomme und wie gehe ich damit um? Das fängt halt ganz klein an, ich stehe am Rande im Plenarsaal im Abgeordnetenhaus und unterhalte mich mit einem CDU-Abgeordneten über seine, seine Meinung zum Extremismusbegriff. Und dann gibt er mir seine und dann ist das eben nicht unbedingt die Position, die die CDU als solche vertritt. Das würde der mir in einem öffentlichen Gespräch mit einem Mikrofon niemals sagen, hat aber jetzt auch nicht die Relevanz, dass ich da unbedingt drüber reden müsste, also für mich nicht, für ihn sehr wohl. Also wenn das halt publik würde, dass er sowas zu einem CDU-Externen gesagt hätte, hätte er schon ziemlich Probleme, abgesehen davon, dass er erstmal irgendwie alles dementieren müsste und da hat der Abgeordnete Höfinghoff sicherlich irgendwas ganz falsch verstanden. Es ist jetzt schade, dass der Joachim nicht mehr da ist, weil ich ihm auch mal dringend widersprechen musste. Da kam dieses unglaubliche Wort Wahrheit vor. Und eine der größten Fehlannahmen in dieser Gesellschaft ist tatsächlich, dass es in irgendeinem Sachverhalt eine Wahrheit gäbe. Es gibt, also Wahrheit ist wie Meinung, ist wie ein Rektum, sowas hat jeder und jeder hat ein eigenes. Aber Fakten bedürfen auch einer Bewertung und daraus ergibt sich dann meine persönliche Wahrnehmung beziehungsweise meine persönliche Wahrheit. Das ist genau der Punkt. Wenn wir jemanden in eine bestimmte Position wählen, dann tun wir das aus dem Vertrauen heraus, dass diese Person in der Lage ist, also besser als andere, das in unserem Sinne zu tun. Das ist das mit den Repräsentanten. Jemand, der da gewählt wird, repräsentiert andere. Das kann man jetzt für problematisch halten oder nicht. Das ist auf jeden Fall das System, in dem wir gerade leben. Und das macht es halt auch schwierig, tatsächlich jedes Gespräch öffentlich zu führen. Eben aus dem eben genannten Grund. Der Unionsabgeordnete kann nicht so reden, wie er will. Der hat sich da irgendwie sein halbes Leben oder mindestens 10 Jahre hochgebuckelt und immer schön nach Parteipläsier abgenickt und gesagt und getan, um in die Position zu kommen, in der er gerade ist. Und wenn er die nicht verlieren will, macht er das besser auch weiter. Und das ist die Art von Abgeordneten, die wir zu großen Teilen da in den Parlamenten sitzen haben. Da hat jeder immer noch seine eigene Meinung und versucht irgendwie seiner Meinung entsprechend die öffentliche Meinung zu beeinflussen, aber eben größtenteils hinter den verschlossenen Türen, innerhalb der eigenen Fraktion, innerhalb des eigenen Kreisverbandes, um da irgendwie dafür zu sorgen, dass die sich ein bisschen verändern. Aber wenn die sich nicht verändern, wenn er vor eine Wand läuft, hat er genau zwei Optionen. Entweder er hört frustriert auf, gegen diese Wand zu laufen, oder er sucht die Tür und nimmt dann den Weg des geringsten Widerstands und macht, was die anderen wollen und wird dann halt zum Abnicker. Das ist ja genau die Art und Weise, wie das System momentan funktioniert. Und wir wollen das anders. Das bedeutet aber im Grunde genommen auch nur, dass wir härtere Schädel haben müssen, weil das System als solches, dieses parlamentarische System mit den Parteien und Fraktionen, wird immer wieder dafür sorgen, oder ist zumindest, das ist so dieser natürliche Prozess, dass diese Piratenpartei auch nicht anders wird als alle anderen Parteien. Wenn da erst die ersten Leute sind, die 10 Jahre lang sich hochgebuckelt haben, und noch dazu kommt ja unsere Shitstorm-Kultur, die diesen Prozess der Mainstream-Meinungsbildung ja nur noch unterstützt eigentlich. Wenn sich das erstmal über 10, 12, 15, 20 Jahre etabliert hat, dann haben wir halt am Ende nachher auch nichts mehr ohne Fraktionszwang. Dann ist der Fraktionszwang vielleicht nicht formuliert, aber er wird vorhanden sein. Und das, worum wir uns tatsächlich kümmern sollten, ist in dieser Partei die Prozesse dahingehend zu etablieren, dass es eben nicht passiert. Ich habe da jetzt auch keine Lösung, aber wir müssen das Problem zumindest mal erkennen und benennen. Ja, vielen Dank. Während das Mikro irgendwo hinwandert, ich habe vor kurzem mal gelesen, was du gerade sagst, Olli, Shitstorm ist Fraktionszwang 2.0. So, der Esset sagt jetzt noch ein Schlusswort und dann können wir das draußen bei einem Bier weiterführen.
Ja, also es laufen hier auf jeden Fall ein paar interessante Debatten, die wir auf jeden Fall weiterführen sollten, die auch wirklich wichtig sind. Was mir jetzt gerade eigentlich nochmal ganz wichtig war, auch für meinen, wie für Johannes Teil zu sagen, ist, das ist alles Sachen, die anstrengend sind. Das sind alles Sachen, die wehtun. Also Transparenz herstellen ist anstrengend. Meine soziale Position zu reflektieren, Privilegien zu reflektieren. Also hier so als Mann geht mal in so einen sozialen Raum, wo halt nicht ihr die normalen Privilegien habt und erlebt das mal. Das tut wirklich schweineweh, wenn man auf einmal seine Privilegien, mit denen man aufgewachsen ist, nicht mehr hat. Aber die Erfahrung ist total wichtig. Und der Punkt, den ich glaube, ist, es ist total anstrengend. Wir machen hier wirklich den anstrengenden Weg, dass wir sagen, wir wollen das mit Transparenz machen. Aber ich glaube, es ist der richtige Weg und es ist der wichtige Weg, dass wir es so machen. Das ist mein Punkt. Ja.